sagen. Also wenn jemand jetzt etwas sagt, also ich persönlich, ich finde, man soll damit vorsichtig sein, ein Urteil zu sprechen, dass man sagt zum Beispiel, du lügst. Oder wie der Muslim vorhin sagt, du bist Jahil. Und er findet das nicht als Beleidigung. Jahil ist eine Beleidigung. Du stempelst denjenigen als unwissend. Also das ist schon ein Status von Unwissenheit. Und das hat nicht mit dem Thema zu tun, sondern du bist unwissend. Genauso wie du lügst. Ich würde immer sagen, hier hast du falsch gesprochen. Meines Erachtens liegst du falsch, weil das Lügen oder das ehrlich sprechen, es ist eine Handlung des Herzens. Und da hat weder ein Engel einen Zugang noch ein Satan einen Zugang über das, was wir hier verbergen. Es ist nur Gott, der solche feinfühligen Sachen kennt. Und deswegen sagt man auch, am besten bleiben wir sachlich. Wir bezichtigen niemanden mit der Lüge und wir bezichtigen niemanden auch mit Unwissenheit, sondern sag, was du, zeig mal deine Ware und versuch mal sachlich und objektiv zu sein und gib mal deine Argumente. Das Okay, wollte ich noch sagen. möchtest du, dass ich sehr sachlich mit dir rede? Sehr, also direkt ins Detail, tiefgründig die. Das wollen wir gerne. Alle wollen das. Sachlichkeit Okay. ist ja näher zu Gerechtigkeit. Okay, alles klar. Dann würde mich eine Sache interessieren. Was sagt Allah bezüglich der Tora? Allah sagt bezüglich der Tora, Sorry. Sorry. Die Frage ist, was sagt Allah bezüglich der Tora? Müsst ihr an die Tora glauben oder müsst ihr nicht an die Tora glauben? ich sage euch, was Allah sagt. In Surat al-Ma'idah, Sure Nummer 4, sagt der Tisch, sagt Allah, Inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alayhi shuhada. Wir haben die Tora herabgesandt. Darin gibt es Rechtleitung, darin gibt es Licht. Und mit der Tora richten die Rabbiner und die Gelehrten mit dem, was Gott ihnen offenbart hat. Okay, ganz kurz. Haben die Rabbiner den Heiligen Geist empfangen? Wie wir es aus den koranischen Lehren verstehen, es ist nur der Prophet, der die Eingebung bzw. die Offenbarung bekommt, aber die Rabbiner und die Gelehrten sind am nächsten zu dem Geist, das heißt durch Verständnis, dadurch, dass sie erleuchtet werden, durch Wissen und durch Frömmigkeit. Je wissender man ist und je frommer und reiner die Seele desjenigen ist, desto mehr Erleuchtung gibt Gott für denjenigen, dass er mehr versteht, tiefer versteht und sozusagen be bessere Reflexion über das Wort Gottes hat. Okay, meine Frage war, haben die Rabbiner den Heiligen Geist Gottes empfangen? Ich habe geantwortet gerade. Okay. Bruder, Wer ist der welchen? Gott, von dem Sie den Heiligen Geist empfangen haben? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Sie den Heiligen Geist empfangen haben, die Rabbiner. Okay. Gut. Wenn du gesagt hast, wenn du meinst, dass, du hast doch gerade eben gesagt, Sie haben was, einen Geist empfangen. Was ist das für ein Geist, den Sie empfangen haben? Also der Heilige Geist oder beziehungsweise die Kommunikation mit Gott durch ein bestimmtes Fenster, sei es jetzt durch den Heiligen Geist, sei es durch die Eingebung Gottes in ihren Herzen, das geschieht mit den Propheten und den Gesandten Gottes. Alle anderen, sei es Gelehrten, Rabbiner oder Mönche oder erleuchtete Gottesfreunde, sie bekommen die Erleuchtung von Gott. Das ist wie eine Art, Gott öffnet ihnen Fenster zum besseren Verständnis, zur besseren Reflexion und zu einem tiefen Denken. So glauben wir Muslime. Das ist sehr schön gesagt, aber meine Frage ist, ja, weil die Aposteln haben ja den Heiligen Geist empfangen, um das Evangelium zu verkünden. Meine Frage ist, weil du meine Frage jetzt nicht verstanden hast, weil du deinen Dialog sehr lange gehalten hast, meine Frage ist, haben die Rabbiner den Heiligen Geist empfangen, ja oder nein? Und wenn ja, durch wem?
Also fragst du mich jetzt als Muslim, ja? Ja. Du Gut. hast über die Rabbiner gesprochen und wenn du sagst Rabbiner, Torah, dann frage ich dich, wer hat 1. Buch Mose bis 5. Buch Mose verfasst? Okay. Wir Muslime, wir Weil glauben du daran. gesagt hast Rabbiner. Wir glauben daran, dass jeder, außer die Propheten und die Gesandten, sie sind Menschen, die verfehlen können, die sich auch irren können und die auch mangelhaft sein können. Dabei, Gott führt sie meistens zu der Wahrheit und zu dem richtigen Weg. Aber wir sagen nicht, dass sie fehlerfrei sind, absolut fehlerfrei. Das ist nur der Gesandte. Das heißt für mich, ein Rabbiner oder ein Gelehrter ist nichts anderes als ein Träger des Wissens. Er bemüht sich, dieses Wissen zu verstehen und weiterzugeben. Aber wir geben ihnen nicht die Unfehlbarkeit und als würde Gott zu ihnen sprechen, so dass wir ihnen gehorchen und ihre Worte so danach messen, als wären sie Gottes Worte. Das tun wir nicht. Damit öffnen wir eine Tür zur Verwirrung und dass wir einem Menschen etwas geben, was Gott ihm nicht gegeben hat. Okay, Bruder, darf ich bitte Abdul. kurz? Ja, gleich kannst du, Urban. Abdul, meine Frage war, ob die Rabbiner den Heiligen Geist empfangen haben, um das Evangelium zu verfassen. Wir wissen ja, dass die Juden damals den Herrn Jesus Christus verworfen haben. Sie haben nicht an ihn geglaubt. So, und wer den Heiligen Geist nicht empfangen hat, er kann das Evangelium auch nicht verstehen. Deswegen das, was du sagst bezüglich der Rabbiner, dass sie das verfasst haben, das ist falsch, das geht gar nicht. Wenn wir 1. Buch Mose bis 5. Buch Mose lesen, wissen wir ganz genau, dass die Juden an den Herrn sowieso nicht geglaubt haben. Ja, sie haben trotzdem gesündigt. Meine Frage war, haben die Rabbiner den Heiligen Geist empfangen, um die Tora zu verfassen? Du hast mich da nicht richtig verstanden, worauf ich hinaus möchte. Ich habe Aber dich ganz kurz, verstanden. bitte. Ich habe dich reden lassen. Ja, ich habe dich reden lassen. Bitte lass mich kurz reden. Meine Frage ist, dein Gott, der gesprochen hat, ja, im Koran, bezüglich der Tora, ja, wenn es derselbe Gott ist, ja, welche Namen trägt denn dein Gott? Welche Namen hat denn dein Gott? Bezüglich in der Tora sprechen wir von einem Gott, der Namen trägt. So. Laut Koran, in den 99 Namen, ja, hat ja Allah bestimmte Namen, richtig? Kannst du mir bezüglich 5 Namen geben? 10 Namen, 5 Namen, gib mir 5 Namen. Allah. Wie bitte? Allah. Nur Allah. Al-Makir und die anderen Namen zählen nicht mit dazu, oder wie? Seine 99 Namen. Was ist mit seinen 99 Namen? Al-Makir gehört nicht zu den Namen Gottes. Was? Al-Makir gehört nicht zu den Namen Gottes. Oh. Oh, bist du Oh. sicher? Ja, ich bin sicher. Okay. Hat einer einen Computer da? Ja, bitte. Bringt mal. Dauer, hast du Computer da? Also Nein, Bro, ich habe ich habe keinen. den Koran auswendig, ja? Und Okay. ich weiß, dass es keinen Vers gibt, wo es heißt, Gott ist Al-Makir, so wie du es gesprochen hast. Okay. Und man muss Wenn uns. dann Al-Malik ist richtig. Al-Malik ist richtig. Al-Malik, ja. Al-Malik Al-Malik ist richtig. gibt es Okay, nicht, er so. hat recht. Der Gott, der gesprochen hat, weil meiner Meinung nach ist dein Gott 1400 Jahre alt. Ich will nur eine ehrliche Antwort von dir haben. Dein Gott, der spricht im Islam, ja, also im Koran, hat er gesagt, dass wir an die Tora glauben sollen oder ihr, beispielsweise ihr sollt ja an die Tora glauben, richtig? Hat er Ja. die Tora, hat Allah die Tora herabgesandt, ja oder nein? Ja, hat er. Okay, sehr gut, Dankeschön. Wenn du mir das bestätigst, super. Meine Frage ist, der Gott, der in der Tora gesprochen hat, wie hieß dieser Gott? Also willst du jetzt über die Namen sprechen? Namen Gottes, stimmt? Wir wollen nur wissen, ob wir den gleichen Gott haben. Meine Frage ist, dein Gott, der gesprochen hat, ja, und gesagt hat, hey, this is the Torah, ihr sollt an die Torah glauben. Der Gott, der in der Torah gesprochen hat, wie hieß er denn? Also, die Namen Gottes, sie sind von einem Buch zum nächsten. Gott hat nicht nur 99 Namen
und hat auch nicht 100 und 1000. Nur Gott weiß, wie er sich selbst nennt und keiner. Ich bin kein Jude. Du kannst einen Jude fragen nach seinem Tora, wie Gott dort heißt, ob Yahuwah oder einen anderen Namen. Ich persönlich als Muslim, ich lehne diesen Namen nicht an. Ich lehne diesen Namen nicht ab. Und zugleich bin ich einfach neutral dem entgegen, weil meine Religion mir über diesen Namen kein weiteres Wissen gegeben hat. Und weil ich die Tora als Quelle, als eine göttliche Quelle ist, ich begegne vor dem Tora mit Ehrfurcht und mit Respekt. Auch die aktuelle, das Alte Testament oder auch das Evangelium, wenn ich darin lese, ich lese mit Ehrfurcht und mit Respekt und ich bin sehr, sehr, sehr vorsichtig dabei. Und deswegen, wenn es im Tora steht, Yahuwah, ich sage nein, ich sage nicht, oh, das stimmt bei uns, das gibt's nicht bei uns und er kann nicht Yahuwah heißen, sondern ich lehne es nicht ab. Und ich sage gleichzeitig, ich bleibe neutral, weil ich als Muslim in meiner Quelle kein Wissen darüber habe, welche Namen Gott sich gegeben hat. Ich hoffe, warte mal, du hast kein Wissen über seinen Namen, was er sich gegeben hat, laut Islam. Das weißt du nicht, oder wie? Wir wissen alle Namen, Bruder. Wir wissen nicht all seine Namen. Es gibt einen Bittgebet von dem Propheten, wo er sagt, O Herr, ich bitte dich mit all deinen Namen, die ich kenne also und darum, die ich nicht kenne. Okay. Also Bruder, er will damit sagen, dass auch Jahwe ein Name Allahs sein könnte, den er nicht offenbart hat im Koran, weil er mehr als 99 Namen hat. Also, wenn er mehr als 99 Namen hat, okay, dann gut, dann müssen wir uns ja irgendwo einig sein, ja? Bruder, ich möchte nur wissen, du stellst mir jetzt Fragen. Soll das Gespräch jetzt so laufen, dass du mir... Es ist neutral. Wir sprechen über Allah, wir sprechen über den Gott in der Tora. Das ist eine ganz normale, neutrale Dialog. Warte mal, ich möchte ja nur wissen, wie der Konzept hier aufgebaut wird. Ich bin wirklich offen für ein Gespräch. Und wenn, ganz normal. Ja, warte mal, wenn wir ein Thema haben im Voraus, nicht, dass du... Na, guck mal, du hast jetzt in deinem Kopf, du stellst erste Frage, zweite, dritte und du führst das irgendwo hin, wo ich nicht weiß. Schön wäre es, wenn wir ein Thema bestimmen. Du sagst mir zum Beispiel eine Problemstellung. Das habe ich dir von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, wir sprechen über die Gottheit Allah und in der Gott der Tora. Ganz normal. Das sagst du jetzt gerade in einer Form einer Frage. Du fragst mich nach dem Namen. Also ich weiß nicht, was das Thema ist. Aber diesen Dialog, was ich gerade mit dir führe, ist ein ganz normaler Dialog. Ich debattiere dich gerade. Dagegen. Ich würde mal gerne reingrätschen und mich verabschieden. Ja, Bruder. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Abend. Der Herr segne euch. Ebenfalls, Bruder. Tschüss, dein Herz. Also, Abdul, mir geht es darum, ja. Mir geht es um die Wahrheit gerade, okay? Mir geht es um die Wahrheit und meine Frage ist, der Gott, der in der Tora gesprochen hat, ja, hat sich vorgestellt als ich bin, Yahweh, Jireh, Shadonai, Rafa. So, unser Gott ist klar und deutlich und hat sich vorgestellt, okay, ich bin. Meine Frage ist, wenn dein Allah, du musst mir bitte gut zuhören, Abdul, und ich möchte auch darauf eine Antwort haben, weil wir haben ein Buch und das ist ganz klar, das Wort Gottes. Und meine Frage an dich, und ich möchte bitte, dass du diese Frage beantwortest. Es geht um dein Allah und es geht um meinen Gott. Das ist fair genug. Es geht nicht nur um meinen Gott, sondern es geht auch um deinen Gott. Ja. Und ich möchte wissen, wer dein Gott ist, um welchen Gott du da gerade anbetest. So, meine Frage ist, wenn dein Gott den Namen Rafa, Jireh, Al-Shadonai und Yahweh nicht trägt, frage ich dich, in seinen 99 Namen, kommen wenigstens diese Namen vor? Wenn nicht Yahweh, kein Problem. Rafa, Jireh, hat dein Allah diese Namen? Wenn dein Allah sagt, ihr müsst an die Tora glauben, ja, dann muss dein Gott doch diese Namen tragen. Und wenn er diese Namen aber nicht trägt, frage ich dich erstmal, welchen Gott, wen betest du da an? Okay, also... Und ich möchte bitte eine Antwort, nicht drumherum, ich möchte eine Antwort, bitte. Du bist genau bei der Person gelandet, der nicht drumherum spricht.
Und ich bin hier nicht, um die, unsere Zeit, weder deine Zeit noch meine Zeit noch der Zeit der Zuhörer vergeuden. Als erstes, ich sage dir, wie ich als gläubiger Muslim glaube. Der Islam sagt uns, Gott hat viele Namen. Und diese Namen, die können wir gar nicht umfassend wissen. Wir haben die nicht. Allah, der Ewige, der Absolute, dass wir ihn erfassen mit bestimmten Namen, geehrt und gepriesen und erhaben sei er, dass er eingeschränkt wird mit einer bestimmten Anzahl von Namen. Wenn in der Tora bestimmte Namen offenkundig, also bekannt gemacht worden sind, die im Islam, im Koran nicht vorhanden sind, heißt es nicht, dass sie nicht die Namen Gottes sind. Ich als Muslim, der Prophet sagt mir, Hadithu an Bani Israel wa la haraj. Er überliefert über die Kinder Israel ohne Bedrängnis. Wir glauben an eure Schriften. Aber ich sage es euch, wenn Dinge bestätigt sind im Koran, dann sage ich, ich glaube daran. Wenn Dinge dem Koran widersprechen, dann ich als gläubiger Muslim lehne ich das ab. Und wenn Dinge weder bestätigend noch ablehnend sind, sondern in der Mitte neutral, dann stehe ich auch neutral dazu. Das heißt, okay, dieser Namen, die du gegeben hast, ich schließe ab. Jaffe oder Yahuwah oder. Ich sage, ich lehne sie nicht ab. Aber ich habe kein Wissen in meiner Religion, dass sie wirkliche Namen von Gott. Und gleichzeitig sage ich, ich stehe neutral und sage, es kann sein, dass das Gottes Namen sind. Aber ich möchte jetzt zum Abschluss sagen, mein Gott, wenn du nach meinem Gott fragst, mein Gott ist dein Gott. Und Gott der Christen, warte mal bitte, lass mich meinen Satz frei formulieren. Mein Gott, an dem ich glaube, ist Gott der Juden, Gott der Christen, Gott der Atheisten, Gott der Naturalisten, Gott der Buddhisten, Gott von den Menschen und Gott von den Götzendiener und Gott von den Baumanbeter, ob sie wollen oder nicht. Ob sie wollen oder nicht. Er ist ihr Gott gezwungenermaßen. Ob sie sagen, oh, wir glauben an dir, oder ob sie ihn verleugnen. An diesen Gott glaube ich, der über alles steht. Er ist Gott aller Menschen, Gott aller Kreaturen und aller Geschöpfe und von dem ganzen Universum der Einzige, der Absolute, der Allhöchste, an dem glaube ich, Gott von allen Menschen unabhängig, woher sie kommen. Das wollte ich nochmal sagen. Kann ich was dazu sagen? Bruder, Abdul, also Bruder in Adam, also bei aller Respekt, Gott ist klar in seiner Wortwahl. Gott ändert nicht seine Identität. Der Gott, der in der Tora gesprochen hat, ändert nicht wieder seine Identität auf Al-Malik oder unser. Der Gott, der in der Tora spricht, ist klar und deutlich. Meine Frage hast du nicht beantwortet. Meine Frage war, den Gott, den du da anbetest, wer ist dieser Gott? Trägt er diese Namen? Gott ändert doch nicht wieder seine Identität auf 99 Namen. Hast du ein Problem? Du musst mich reden lassen, bitte, bitte. Bei allem Respekt, ich habe dich auch reden lassen, weil sonst sagen die Leute hier, oh, Flex ist nicht respektvoll. Du musst auf meine Frage eingehen. Gott ändert nicht einfach seine Identität und sagt, hey, heute habe ich 99 Namen. Der Gott in der Tora war klar und deutlich, wie er heißt. Wenn im Koran drinne steht, ich bin, dann sprechen wir von Yahweh. Wenn aber dein Gott diesen Namen nicht trägt im Koran, deswegen frage ich dich, welchen Gott betest du da an? Weil wir haben nicht denselben Gott. Der Gott, der in der Tora spricht, ist klar und deutlich in seiner Wortwahl. Weil der Islam kam 600 Jahre später. So, jetzt musst du zuhören, bitte, Abdul. Ganz wichtig. Du musst mir gut zuhören. So, Judentum, Christentum, 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, 400 Jahre, 500 Jahre, 600 Jahre. Wenn du sagst, das ist derselbe Gott, dann frage ich mich, was hat Allah 600 Jahre lang gemacht? Hat er geschlafen? Was hat er gemacht? Das ist eine gute Frage. Was hat Allah 600 Jahre lang gemacht, wenn angeblich die Tora verfälscht ist? Warum hat dieser Gott es erlaubt, dass es verfälscht ist? Warum hat er diese Schrift nicht verteidigen können? Er ist doch Gott, er ist doch allmächtig.
So, die Frage ist jetzt. Du hast ja zwei Fragen gestellt, nicht dass du mir. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Das ist alles in einem. Bitte. Das ist alles in einem. Du musst meine Frage schon beantworten. Nicht das Drumherum. Wir sind nicht Gott der Buddhisten. Ganz kurz. Wir sind nicht Gott der Buddhisten. Wir sind nicht Gott der Polytheisten. Wir sind nicht Gott der das. Wir haben einen wahrhaftigen Gott, der 100% Mensch wurde und der 100% auch Gott ist. Du musst gut zuhören, bitte. Es ist äußerst wichtig, dass du auf die Frage eingehst. Ich nehme dich ernst. Ich höre. Okay. Okay, dann musst du auf meine Frage auch eingehen, weil wir haben keinen Gott der Buddhisten. Wir beten keinen buddhistischen Gott an mit 7 Finger oder 10 Hände. Das ist nicht unser Gott. Das ist falsch. Ja? Weil du hast vorhin die Aussage getätigt, weil ich höre dir sehr aufmerksam zu. Du hast gesagt, Gott der Buddhisten, Gott der, das ist falsch. Wir beten keinen buddhistischen Gott an. Okay? Das ist ganz wichtig. Unser Gott ist Yahweh. Ich bin. So. Dein Gott kam 600 Jahre später und hat plötzlich 99 Namen. Unser Gott ist klar und deutlich. Ihr seid 600 Jahre später gekommen. Meine Frage ist, welchen Gott betest du da an? Und warum hat er 600 Jahre lang geschlafen? Und warum ist er nicht davor schon da gewesen? Das ist meine Frage. Also ich habe jetzt drei Fragen aufgenommen. Immer noch eine, in einem. Ich habe drei Sachen aufgenommen, das sage ich Ihnen dir gleich. Und dann bestätige mir. Du sagst mir, wieso verändert Gott seine Identität durch anderen Namen? Das ist Nummer eins. Nummer zwei, was hat Gott 600 Jahre gemacht? Ja? Und Nummer drei, an welchen Gott ich glaube. Ja? Und ich glaube, dass du meinen langen Satz von vorhin nicht verstanden hast. Ich sage dir, mein Gott, ich wiederhole es nochmal, mein Gott ist Gott. Der Juden, der Christen, der Atheisten, der Buddhisten, der Natural. Nein, unterbrich mich nicht, bitte. Wenn ich frei sprechen darf, unterbrich mich nicht. Okay. Er ist Gott von all diesen Menschen mit ihren verschiedenen Religionen und verschiedenen Strömungen, ob sie wollen oder nicht. Das heißt, gezwungenermaßen oder freiwillig. Er ist ihr Gott. Was heißt ihr Gott? Ihr Schöpfer, ihr Versorger und derjenige, der Verwalter aller Dinge, ob sie ihn akzeptieren oder nicht. Er ist Gott. Und Gott der Juden, der Christen, von allen ist er der Gott, der einzige Gott. An ihn glaube ich. Diese Identitätsfrage, die du sagst, Namen tragen natürlich manchmal Attributen und Eigenschaften, wie zum Beispiel Al-Malik, Nasser, Al-Ghalib, Al-Quddus, der Heilige, der Friede, der König. Und zwar, sie tragen Eigenschaften. Und es gibt Eigennamen. Weißt du, was Eigennamen sind? Sie müssen nicht unbedingt eine Eigenschaft tragen, wie zum Beispiel Yahuwah. Oder Nein, warte mal, nein, das ist falsch. Guck mal, in Jesaja 43 steht, Jehova ist mein Name ewiglich. Darf ich meinen Beitrag zu Ende machen? Ja, also lass ihn reden, weil er geht nicht auf meine Frage ein. Egal. Ich gehe genau auf deine Frage. Du hast mich gefragt, an welchen Gott glaube ich? Ich habe dir gesagt, an welchen Gott ich glaube. Du hast mich gefragt nach den Namen. Ich habe dir gesagt, die Namen, es ist keine Änderung der Identität, sondern die Namen, sie harmonisieren miteinander. Er ist gleichzeitig der König und gleichzeitig der Allwissende, der Allhörende. Er ist der Heilige und er hat Eigennamen, die nicht unbedingt Eigenschaften tragen, sondern die sind Eigennamen für ihn, wie Yahuwah oder von mir aus anderen Namen, die du genannt hast, oder Allah. Und diese Verschiedenheit und diese Buntheit von den Namen heißt nicht, dass das eine Änderung an der Identität, sondern alles ist Allah. Und er darf sich selbst benennen. Wir geben ihm nicht Namen von uns aus, sondern wenn wir Namen geben, dann nur durch Offenbarung und durch Schriften. Und was nur ganz kurz, bitte kann ich auf der Frage gehen? Aber ich lasse dich reden, aber er muss zu Ende reden. Ich glaube, der will noch was sagen. Er redet so viel. Also in Jesaja 43,11 steht, ewiglich ist mein Name. Jesaja 43, Jehova ist mein Name, ewiglich. Fertig, der Name wird sich nie ändern, steht in der Tora. Genau, aber ich möchte kurz was sagen. Weil du gemeint hast, dass... Entschuldigung, ich heiße Abdul Azim.
Abdul, okay. Abdul Adim, Bruder. Abdul Adim. Abdul Adim, okay. Abdul Adim, also nochmal. Ich bin mit meiner Wortwahl klar und deutlich, okay? Dein Gott ist nicht das Lamm Gottes. Und ich zitiere aus Johannes Kapitel 1, Vers 29. Er ist gekommen, dass wir ihn erkennen. Und das ist das Lamm Gottes. Johannes hat gesagt, das ist der, von dem ich gesprochen habe. Vor mir war er da. Er war schon da. So, meine Frage an dich. Ist dein Gott das Lamm Gottes? Was ist Lamm? Siehst du, und da haben wir das Problem. Dein Gott ist das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes. Ich habe jetzt eine Verständnisfrage gestellt. Kannst du mir sagen, was ist Lamm? Ich erkläre es dir. Wenn du mich reden lässt, erkläre ich es dir. Alles gut. Es gibt genug Wasser für alle da. Alles gut. Alles gut. Ich erkläre es dir. Alles gut. Das Lamm Gottes ist gekommen, um die Sünden aufzunehmen. Das Lamm. Genau. Und das ist das Lamm Gottes. Und dein Gott ist nicht das Lamm Gottes. Wenn ich dich jetzt frage. Warte mal, buchstabiere mir mal. Ist das L-A-M? L-A-M-M. Lamm Gottes. Was heißt Lamm? Das heißt, meinst du mit Lamm, Lamm? Also ja. Das Tier? Ja, das Lamm Gottes. Das ist eine Metapher. Das ist metaphorisch gemeint. Okay. So, das Lamm Gottes ist gekommen und hat die Sünden aufgenommen. Warum? Weil wir Sünder waren. So, und deswegen habe ich ja von der Tora gesprochen. So, in der Tora, also 1. Buch Mose bis 5. Buch Mose, sehen wir das, was, dass die Menschen gesündigt haben. Gott hat eine Lösung gebraucht. So, das heißt also, er ist gekommen und weiß ganz genau, du musst gut zuhören, dass wir nicht ins Paradies gehen können, warum Gott möchte mit der Sünde keine Gemeinschaft haben. Verstehst du mich jetzt? Mhm. So, Gott möchte mit der Sünde keine Gemeinschaft haben. So, das heißt also, für die Liebe ist er gekommen. Er ist gekommen und hat die Sünden auf sich genommen. Am Kreuz. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Und dein Gott ist nicht das Lamm Gottes. Und deswegen frage ich dich jetzt nochmal, den Gott, den du da anbetest, wer ist das? Weil dein Gott ist nicht das Lamm Gottes. Ja, mein Gott, oder was heißt mein Gott, das ist eigentlich Gott von allen Kreaturen, der Schöpfer aller Kreaturen. Er sagt mir, Kullu nafsin bima kasabat rahina. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Und er sagt mir auch, Entschuldigung, wenn du mich unterbrichst, ich habe dich auch nicht unterbrochen. Okay. Und er sagt mir gleichzeitig, وَأَلَّا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Keine Seele trägt die Last einer anderen Seele. Und er sagt mir auch, jeder wird vor Gott einzeln für seine Taten, die er unternommen hat, zur Rechenschaft gezogen. Und Gott sagt mir gleichzeitig, wir suchen nirgendwo, entweder wo wir unsere Sünden hängen. Für die Sünden haben wir gar einen freien Weg zu ihm. Wenn man sündigt, ein gläubiger Muslim glaubt daran, dass wir ein allvergebender, barmherziger Gott, der nur ein reuiges Herz braucht und ein ehrliches, wahrhaftiges Herz. Wir heben unsere Hände hoch und wir bedauern und sagen, oh Herr, vergib mir, ich bemühe mich weiter, ich werde mich weiter bemühen bis zum Tod, dass ich auf deinen Weg festhalte. Und ich brauche weder den Propheten Mohammed noch einen Gottesfreund, der für mich etwas tut, weil Allah Ta'ala, Gott, uns einzeln zur Rechenschaft zieht. Der Prophet Mohammed sagt zu seiner Schwester, zu seiner Tochter, ey Fatima, komm nicht am Tag des Endgerichtes und sag, ich bin die Tochter von dem Propheten, ich kann dir nichts nutzen, tue und verrichte die Taten. Das ist mein Glaube an meinen Gott. Also wir haben doch kein Lamm Gottes, wo wir sozusagen unsere Sünden anhängen. Bruder, mach dann groß, Gott, bitte. Ich bin am Ende. Und Gott gibt uns das in unsere Hand, dass wir uns um unsere Sünden kümmern, indem wir uns bemühen, uns verbessern, weiterentwickeln. Und wenn wir fallen, dann gehen wir zu ihm zurück mit reuigem Herzen, aber gleichzeitig mit Vertrauen darauf, dass er vergibt und ganz liebend vergibt. Abdul Adim, ja. Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, sagt in Sahih Muslim 2,6,
2767d, dass am Tag des jüngsten Gerichts Muslime mit einem Berg voller Sünden zu Allah gehen werden und Allah wird anstelle der Muslime Juden und Christen mit den Sünden, für die Sünden der Muslime in die Hölle schicken. Ich lehne so eine Überlieferung strikt ab. Das ist Sahih Muslim. Das ist Sahih, das kannst du nicht ablehnen. Ja. Wissen Sie, jetzt kommt ihr auf jemanden, nein, Sie dürfen keinen Sahih Hadith ablehnen. Da sprichst du jetzt mit einem Hadith-Experte. Ich mache meine theologische Arbeit in Hadith-Wissenschaft. Du musst mal zwischen zwei Sachen unterscheiden. Es gibt Massenüberlieferung und es gibt sogenannte Überlieferung des Einzelnen. Die Überlieferung des Einzelnen, sie sind spekulativ und präsumptiv. Das heißt. Aber seit wann lädt man Sahih ab? Das höre ich zum allerersten Mal. Flexer, warte. Bruder Flexer, ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr zu dem Thema. Warte, lass ihn reden. Er wird bereuen. Gib mir 5 Minuten. Genau, das wäre schön. Dann werdet ihr wirklich etwas erfahren. Vielleicht, wovon ihr kein Wissen habt. Erstmal, ihr müsst wissen, in der Hadith-Wissenschaft gibt es mehrere Kategorien von Hadith. Es gibt Hadith Mutawatir, das ist die höchste Stufe der Authentizität. Das ist Mutawatir, der wurde mehrfach überliefert. Danke, dass du das gesagt hast. Ganz kurz, Leute, eine Sekunde. Ich gebe dir gleich den Hadith zum Lesen. Ich gebe dir den Hadith. Eine Sekunde, Leute. Soll ich Platz machen? Ja, genau. Nur ein. Schick noch mal eine Anfrage. Alles gut, nimm mich raus. Alles klar. Also Mohammed selber hat gesagt, dass Juden und Christen anstelle der Muslime in die Hölle gehen werden, selbst wenn die Muslime einen Berg voller Sünden haben. Und diesen Hadith gebe ich dir von jedem, den du haben willst. Wenn ihr mich reden wollt, dann kriegt ihr die Antwort. Ja, du kannst reden. Ja, bitte, rede. Wir hören dir zu. Also, es gibt in der Hadith Hadithe, die durch Massenüberlieferung sind, und es gibt Hadithe, die durch einzelne Überlieferer. Und Hadithe, die durch einzelne Überlieferer, selbst wenn sie in der Kette authentisch sind, was heißt authentisch? Authentisch, das ist Erfüllung von 3 Voraussetzungen. Die Kette muss durchgehend sein. Zweitens, der Überlieferer soll als vertrauenswürdig eingestuft werden. Und drittens, das al-Ittisal wal-Adala wad-Dabt. Und er muss exakt überliefern können. Das sind die 3 Voraussetzungen. Und wenn eine Überlieferung durch einzelne Personen sind, die bleibt trotzdem präsumptiv, spekulativ und nicht definitiv. Was macht man? Bei einer authentischen Überlieferung wie diese, die ist bei Muslim. Es gibt eine Voraussetzung, damit wir sie annehmen. Und zwar Al-Khulu min ash-Shudud. Das heißt, sie soll frei sein von Shudud. Was ist Shudud? Sie darf kein Fundament der Religion widersprechen, darf keinen Vers widersprechen und darf nicht authentische Überlieferungen widersprechen. Und dieser Hadith, dass die Sünden von den Muslimen auf Juden und Christen aufgelegt werden, widerspricht dem Koran. Und zwar, der Koran sagt, keine Seele trägt die Last anderer Seele. Und für mich, der Koran ist oben und mit Massenüberlieferung. Okay. Und so eine Überlieferung schmeiße ich gegen die Wand, selbst wenn sie, wenn sie von der Kette her authentisch ist, aber die ist schada. Das heißt, die Oder nicht reinreden, Plätze. Nicht reinreden, ja? Okay. Sure 4, Vers 24, die Mutterehe. Im Koran wurde durch ein Hadith abrogiert. Nein. Wie konnte ein Hadith höher als ein... Nicht reinreden. Schmeiß ihn raus, bitte. Er ist Koranit. Lass ihn reden. Bruder, er ist Koranit. Er glaubt nur an den Koran. Er lehnt die Sunna. Leute, ich muss ganz kurz Pause machen. Bruder. Ganz kurz. Ihr müsst kurz zuhören. Bruder, lass mich mit dem Imam alleine. Moment, weil das wird zum Salat. Eigentlich hatten wir das Thema gehabt wegen der Tora und wegen Allah. Aber ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Okay, wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Ich komme nochmal bezüglich zu der Tora, komme ich nochmal zurück, okay? Ich lasse dich jetzt mal mit den Urban kurz darüber sprechen. Wir sind vom Thema komplett abgeschweift.
weil ich will immer noch. Sure 4, 24. Urban, die Mutter Ehe wurde durch Hadith. Entschuldigung, Bruder, Entschuldigung. Ich habe lange auf so einen Tag gewartet. Abdul, wir werden nochmal über die Torah und über dein Allah sprechen, ja? Und dann werden wir nochmal tiefgründiger in die Materie gehen. Ich lasse dich jetzt so lange mit Urban reden und dann, wenn ihr beide fertig seid, und alle anderen bleiben gestummt, okay? Wenn ihr fertig seid, komme ich nochmal auf dich zu, Abdul. Und ich möchte bitte, dass du ehrlich bist, weil ich möchte wissen, welchen Gott du da dienst. Weil dein Gott hat den Namen Ich Bin nicht. Ja, darauf kommen wir nochmal zu. Ich bin noch nicht fertig, ja? Deswegen, ich lasse dich jetzt mit Urban fertig sein, aber behalt das bitte im Hinterkopf. Ich komme auf dich zu gleich, was das Thema angeht. So, okay. Sure 4, Vers 24, die Mutter wurde für die Sunniten durch ein Hadith abrogiert. Im Koran steht dreimal beten, du betest fünfmal. Also bitte nicht lügen, Hadithe abrogieren sogar bei euch den Koran. Mohammed, und das wurde mehrfach überliefert, sagt immer noch, und wenn du sagst, das stimmt nicht, dann ist dein Prophet ein Lügner. Weil hier steht, am Tag des jüngsten Gerichts werden wir eure Sünden tragen. Punkt. Punkt. Sahih. Was? Nochmal, und wenn du jetzt damit ankommst, mit irgendwelchen Geschichten, nein, Hadithe abrogieren sogar bei euch den Koran. Du hast so viele Sachen miteinander verknüpft. Du hast nein, gesagt, du liest nicht. Jetzt von dem Vers, von der Sure 4. Du hast mir keinen Vers gelesen. Kannst du mir bitte den Vers lesen, die problematisch Sure 4, ist? Sure 4, Vers 24. Du kennst die Mutter ja. Im lesen Koran. Mal, tu mal jetzt bitte, Vers, bitte. Lesen mal den Vers und dann kann ich das in Arabisch bei mir aufnehmen. Sag mir nur den Vers. Du kennst doch den Koran auswendig. Ja, ich kenne den Koran auswendig, ja. Aber du musst mir sagen, wie der Inhalt des Verses ist. Dann wie Sure 4, Vers 24, die Mutter-Ehe. Was ist die Mutter? Die Mutter, du weißt doch, was die Mutter, Mutter ist. Okay, jetzt gehen wir mal drauf ein. Was heißt Mutter? Mutter, Mutter, nicht Mutter, aber ich dachte, ja. Er sagt Mutter. Ja. Mutter. Warum macht ihr die Mutter? Warum machen die Sunniten die Mutter nicht mehr? Weil er ein Hadith es abrogiert hat vom Prophet Mohammed. Okay. Erstmal, wenn du mich nach der Mutter fragst, das ist eine umstrittene Sache. Erstmal sage ich dir, Hadith kann auf keinen Fall den Koran abrogieren. Das ist mein Glaube, woran ich glaube. Der Hadith. Dann machst du immer noch Mutter, oder? Okay, dann willst du jetzt weiterreden. Rede, bitteschön, bis du fertig bist. Ich kann nicht mehr, Leute. Lassen, Bruder, lass ihn reden, er soll die Antwort. Dann gehst du drauf ja, rein, oder lass ihn ausreden. Ja, ich lass ihn reden. Ja, bitte. Entschuldigung, bitte Entschuldigung für mein Verhalten. Okay. Also, für mich gilt, dass ein Hadith, Ahad, durch einzelne Personen überliefert wird, kann niemals den Koran, der durch Massenüberlieferung abrogieren. Das geht nicht. Sonst machen wir die Religion einfach nur kaputt durch einzelne Personen, die irgendetwas rechts und links überliefern. Das ist Nummer eins. Das ist mein Glaube. Wie gesagt, willst du noch mal die was? Überlieferung ist, nein, weil, guck mal, die Überlieferung ist von deinem Propheten und nicht von irgendwelchen Personen. Da spricht Mohammed sallallahu alaihi wasallam und du sagst irgendwelche Personen, das geht nicht. Wenn du sagst, warum machten die Sunniten keine Mutter mehr, weil das durch ein Hadith abrogiert wurde. Wenn du das ablehnst, lehnst du deine Religion ab. Also mit Flex ist es sehr angenehm, mit ihm zu reden. Er hat geredet und gehört. Und ich habe mir ist angenehm. Ich habe Mann, der seine Sahih-Quellen ablehnt, ist schon mal sehr interessant. Urban, weißt du, was den Abdul nur gerade stört? Bruder, ich verteidige auch dich, Urban, aber wir müssen fair wie möglich sein, weil er lässt uns aber auch Bruder, rausgehen. Wenn ich seinen Propheten zitiere, er sagt, welche Personen? Er hat doch keinen Respekt Urban, für sein eigenes. Urban, ja, wenn er redet, Urban, lass ihn reden, weil sonst heißt es am Ende, wir Christen haben keinen Respekt. Okay, Urban. So. Und deswegen, Urban, bezüglich der Mutter-Ehe. Ja? Bleib rhetorisch. Lass ihn alles ausreden. Alles gut. Die Beweise sind ja da. Das ist schwarz auf weiß. Urban, wenn du auf die Mutter-Ehe eingehen möchtest, dann musst du detailliert ihm erklären. Aber wenn du jetzt er lehnt Hadithe ab, die den Koran widersprechen. Da sage ich,
Ihr habt Sure 4, genau. Vers 24, die Mutter, durch ein Hadith abrogiert. Alles und auch, aber bei diesem Vers springen die, weil dieser Vers Abdul. Komplett den ganzen Islam widerspricht. Abdul, es geht darum, du bist Sunnite, richtig? Okay. Akzeptierst du sunnitische Quellen, ja oder nein? Akzeptierst du Sahih Muslim, ja oder nein? Mit Vorbehalt natürlich. Moment, bitte, du musst ehrlich sein. Genau da liegt das Problem jetzt. Okay, hast du zu Hause, alles gut, ich respektiere deine Sicht, alles gut. Oh mein lieber Bruder, ich möchte, weil ich, Sahih Muslim, ich überliefere Sahih Muslim. Ich kann nicht zu Ende reden, ich bin noch nicht fertig. Abdul, ist okay? Sabr. Nee, es ist nicht okay, ehrlich gesagt. Okay, aber Jungs. Ich bin ja noch nicht fertig gewesen, Abdul. Darf ich reden oder? Okay. Also, Jami Tirmidhi, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, akzeptierst du diese Gelehrten, ja oder nein? Ihr habt Probleme mit dem Verständnis von Hadith. Was ist Hadith bei euch? Für euch akzeptieren heißt, ich nehme sie gänzlich als wie der Koran und dass sie alle authentisch sind. Und das ist nicht der Fall. Hat auch keiner gesagt. Gut, wenn er mir sagt, akzeptierst du, wenn ich sage ja, dann kann derjenige verstehen, dass alles, was darin ist, ist wahr. Und das sage ich ja nicht. Abdu, er meint das nicht. Er meint, ob du alle Sahih-Hadithe annimmst, die als Nein, Sahih eingestellt auch Sahih-Hadithe. Es gibt Sahih-Hadithe, die Shudud haben, das heißt, die dem Koran widersprechen. Ich schmeiße sie gegen die Wand. Und okay, das heißt also, ihr müsst erst mal verstehen, was Sahih heißt. Ich weiß, was Sahih heißt, Bruder. Ich kann auch Arabisch. Kannst du mir bitte sagen, was heißt Sahih? Sahih heißt richtig. Nein, ich meine, definiere das. Wie es in der Hadith-Wissenschaft heißt. Wenn Sie authentisch gemeint. Wenn jemand mir von euch die Definition von Hadith Sahih nach der Hadith-Lehre, ich gebe ihm 10 Euro gleich. Sahih ist authentisch. Krieg ich jetzt 10 Euro? Ist authentisch. Jetzt kannst du mir 10 Euro geben. Sahih ist authentisch. Nein, stimmt nicht. Ich rede über Definition, spezifisch, fachspezifisch. Was ist ein Hadith Sahih? Ich habe dir gerade gesagt, wenn wir nach den Hadithen gehen, Sahih übersetzt heißt richtig auf Arabisch. Wenn wir von den Hadithen sehen, Hallo, Sahih. Hallo, meine Lieben, ich möchte die fachspezifische Definition von Sahih. Hallo. Beantwortet nicht meine Frage. Kannst du mir zuhören? Ich mache das. Leute, lass mich bitte reden. Leute, lass mich bitte einreden. So, Sahih ist ein Begriff der Hadith-Wissenschaften. Okay, ja. Der für authentische Überlieferung steht. Die Kette der Überlieferung ist ununterbrochen. Alle Überlieferer, die Ketten waren rechtschaffen und genau in der Wiedergabe von Informationen. Sie haben keine Fehler gemacht. Das ist die Definition. Es fehlt noch die Hälfte. Ja, okay, gut. Lass mal jetzt weitermachen. Ihr redet jetzt Nein. über Fachbegriffe, über Hadith-Wissenschaft. Ich möchte wissen, wer dir das Recht gibt, Sahih-Hadith abzulehnen. Woher hast du das? Genau, wer gibt dir das Recht? Ja, wenn ihr mal nur zuhört, dann werdet ihr viel erfahren. Erstmal, Jungs. Sahih bezieht sich nicht auf den Metten, das heißt auf den Inhalt der Überlieferung. Sahih bezieht sich auf die Kette. Es gibt genau, Metten. Richtig. Es gibt Metten? Jungs, lasst ihn ausreden. Ich weiß, aber es ist anstrengend, wirklich. Abdul, Achi, ich verstehe dich. Alles gut. Ich bin Christ, ich bin von der Al-Kitab. Ich verstehe dich. Deswegen, ich sage zu meinen Brüdern, lasst ihn ausreden. Ich Vielen möchte Dank. Hören, was er sagt. Vielen Dank. Und dann können wir auf seine Punkte eingehen. Alles schön und gut. Vielen Dank. Möge Gott dich segnen. Leute, ich hole mal ganz kurz. Ich mache das jetzt viel einfacher. Ozan, Elia, Dawa, ich hole euch gleich wieder hoch. Stellt einfach eine kurze Anfrage, okay? Okay, machen wir. Genau, Flexer. Okay. Weil sonst ist zu viel. Alles gut. Sonst ist viel zu viel und dann haben wir Salat. Ich möchte mal dazu erwähnen, dass der Matten den Hadith bei den Sunniten nicht ungültig macht, ja? Das wollte ich dir erwähnen, dass wir das kennen. Abdulhamid, du kannst gerne reden. Genau, lasst ihn aber ausreden, ne? Lasst ihn ausreden. Wir lassen ihn komplett ausreden. Was macht ein Hadith authentisch? Wo fehlt die Hälfte? Nein, er soll,
Urban, du musst ihn doch springen. Bruder, lass nicht springen mit Hadith. Guck mal, ob ein Hadith Sahih ist, das machen ihre Gelehrten. Und wenn er sagt, er darf Sahih Hadith ablehnen, dann muss er uns einen Gelehrten zitieren, der ihm die Erlaubnis gegeben hat, Sahih Hadith abzulehnen. Er muss uns Gelehrte nennen und nicht von sich aus einfach sagen. Schau mal, wir müssen doch, lass ihn ausreden, das ist kein Springen. Ich sag dir warum. Wir müssen doch verstehen, warum er das ablehnt. Was ist denn seine Begründung? Das wollen wir jetzt herausfinden. Bitte schön, Abdul, lass ihn bitte ausreden, Bruder, jetzt bitte. Rede, ich will verstehen, warum. Bitte schön. Vielen Dank. Erstmal, dass wir jetzt mit den Begrifflichkeiten rechts und links schmeißen, das kann den Inhalt beeinträchtigen, weil du musst erstmal eine Basis schaffen, ein Verständnis dafür, um dann ein Urteil zu sprechen. Sahih Hadith in der Hadith-Lehre wird folgendermaßen definiert. Al-Hadith al-Sahih huwa mattasala sanaduhu wal-khali min al-illa wal-shudud warwatuhu yatawaffaru fihim al-adl wal-dabt. Das heißt, die Kette muss durchgehend sein, ununterbrochen. Zweitens, jeder Überlieferer der Kette muss als vertrauenswürdig von den Gutachtern des Hadithes eingestuft werden. Drittens, selbst wenn er vertrauenswürdig ist, nicht jeder Vertrauenswürdiger ist auch exakt in seinem Überliefern. Er muss auch David, das heißt einer, der exakt, er bemüht sich, den Wortlaut bestens zu treffen. Und dann kommen die zwei Bedingungen, nämlich al-Khulu min al-Illa wa-Shudud. Dieser Hadith darf nicht seltsam sein. Was heißt seltsam? Er steht da alleine und viele authentische Hadithen sind auf der ganz anderen Seite. Das heißt, wo man sagt, hä, das wird ja von einem Einzelnen und normalerweise und bei einer Angelegenheit, die wichtig ist, die ist im Alltag der Muslimen und wird von einem einzigen Sahabi überliefert, dann sagen sie, oh, seltsam. Drittens, Shudud, er darf nicht dem Koran widersprechen und darf auch nicht die authentischen Ahadith selbst widersprechen. Passt auf. Und dieser Siha, die Einstufung, das Gutachten, dass ein Hadith authentisch ist oder nicht, heißt nicht, dass der Metten, das heißt der Inhalt der Überlieferung, dass der Inhalt, was der Prophet gesagt haben sollte, dass das auch authentisch ist. Wir können eine authentische Kette haben und der Metten, also das heißt der Inhalt, ist schwach. Und wir können auch eine schwache Überlieferung haben, die ist schwach eingestuft und der Metten, nämlich die Aussage des Propheten, ist authentisch. Warte. Sahih Muslim ist Mutawatir. Doch. Okay, ganz doch, kurz, doch. Abdul. Mein lieber Bruder, du sagst mir doch. Kennst du der Hadith Sahih Muslim? Ich überliefere das ganze Buch mit meiner durchgehenden Kette bis zum Propheten. Zwischen mir und dem Propheten sind 35 Personen. Und ich habe die Lizenz von meinem Sheikh. Ich überliefere das Buch Sahih Muslim mit meiner Kette bis zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich sage dir, das, was du sagst, tut mir leid. Ich möchte dich nicht nahe treten. Tut mir leid, du hast kein Wissen über Hadith-Wissenschaften. Wer von den Gelehrten des Islam hat gesagt, dass Sahih Muslim Mutawatir ist? Mutawatir, was durch Massenüberlieferung gekommen ist, in unseren Überlieferungen von Propheten, sind ein Bruchteil. Das ist nicht mal 2% von der Gesamtheit der Überlieferung. Nicht mal 2%. Alle Hadith, die sind nur durch Einzelne. Was heißt einzelne Überlieferer? Das heißt, ein Mutawatir, Massenüberlieferung, wenn 70, manche sagen sogar über 70, Gefährten des Propheten, den gleichen Inhalt weitergeben, an mindestens von jedem muss 2 Personen überliefert haben. Das heißt 70 zu 140 und dann geht der Baum, so dass man davon ausgeht, dass es niemals gelogen ist. Wenn 70 Personen unabhängig voneinander das gleiche überliefern, dann sagt man, wow. Solche Hadith haben wir kaum. Wir haben nur einen kleinen Bruchteil. Okay. Der Bruder sagt, Sahih Muslim ist Mutawatir. Tut mir leid. So eine Aussage ist total falsch. Total falsch und hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Okay. Abdul,
Du hast heute etwas gesagt bitte versteh mich nicht falsch. Es gibt Sahih-Bücher. Sie werden gedruckt und sie werden beliefert an eure Imame. Ahmad Ex-Moslem hat Sahih-Bücher und die sind alle authentisch. Und du hast gerade eben gesagt, du nimmst gewisse Hadithen nicht an, wenn sie den Koran widersprechen. Jetzt aber hast du dir selber ans Bein geschossen. Hast du ein Sahih-Buch da? Hast du Sahih al-Bukhari da bei dir? Hast du Sunan an-Nasa'i bei dir da? Hast du die Bücher? Hast du die Ausgaben bei dir da? Ich habe alle Bücher. Ich bin gerade bei Okay, meiner Schwester, sehr aber gut. in Dann meiner bring uns Bibliothek habe bitte ich mal alles. diesen Band. Dann bring uns mal bitte diesen Band. Wenn du sagst, dass das widerspricht, dann korrigieren wir das mit deinem Buch, was du da hast. Du hast gesagt, du hast alle Bücher da. Jetzt bring uns mal bitte von diesem Band. Ich mache jetzt mal von Urban. Ich mache ihn jetzt groß. Bring Aha, uns du hast mal. mich falsch verstanden. Der Hadith, den er Bitte, bitte, gesagt bitte. hat. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe dich 10 Minuten reden lassen. Das ist unfair. Du hast jetzt 10 Minuten lang geredet. Du musst Sahih annehmen. Jeder Großgelehrte sagt, Sahih ist anzunehmen. Weil was du hier tust, nein, bitte, bitte, was du hier tust, das geht schon Richtung, ich will das jetzt nicht sagen, das ist, wäre respektlos, weil du machst Ramadan. Sahih Moslem muss angenommen werden. Es gibt kein, ich lehne Sahih Moslem ab. Wer Sahih Moslem ablehnt, du bist automatisch schon ein Murtad laut Islam. Es ist so, das ist die Wahrheit, das ist ein Fakt. Wenn du deinen Kopf schüttelst und sagst, nein, es ist nicht so, überprüfen wir jetzt die Quelle, diesen Band, was er da hat von Urban, mit dem Buch, was ausgestellt wird, Sahih Sunan, und dann wirst du sehen, dass diese Überlieferungen ausgedruckt werden. Deswegen, was du sagst, das ist kompletter Humbug und Lüge, das stimmt nicht. Diese Sachen, die er hier zeigt, die Sachen, die er hier zeigt, werden ausgedruckt. Es gibt die Bücher sogar davon. Was du sagst, ist gelogen. Du lügst uns an. Bitte, sei ehrlich. Bitte. Sahih Moslem ist anzunehmen. Für was wird das dann überliefert? Bitte, sei ehrlich. Für was werden sie dann überliefert? Also, guck mal, ich mach den jetzt mal groß. Warte, ich mach den Urban jetzt groß und Nein, lass mich reden. Gib mir 2 Minuten. Gib mir 2 Minuten. Dieser Hadith von Sahih Muslim ist wie heißt es? Ich bin kein Araber. Mutawatir. Dieser Hadith ist Mutawatir, nicht Sahih Muslim. Dieser Hadith. Wenn du ihn ablehnst, Das bring ist mir ja alles einen klar. einzigen Gelehrten von dir, der das ablehnt. Bring einen Gelehrten, der das ablehnt. Dieser Hadith ist Mutawatir. Ja? Bitte nicht lügen. Wenn du sagst, Hadithe, die dein Koran widersprechen, nimmst du nicht an, dann musst du laut Sunnite, Sure 4, Vers 24, immer noch Mutter machen. Du selber als Imam darfst nichts ablehnen. Deine Gelehrten müssen es ablehnen. Bring mir einen deiner Großgelehrten, der diesen Hadith ablehnt. Deine Meinung im Islam interessiert niemanden. Niemanden. Wir zitieren nur Großgelehrte. Ja? Ich kann dir auch die Schar von Nawawi dazu bringen. Kein Geh mal bitte Problem. nah ran. Oder Geh mal nein. nah ran. Genau. Bitte mach Bring mir deine Kamera scharf. Geh mal bitte nah ran. Mach deine dieser Kamera scharf. Hadith. Bring Dieser uns Hadith mal von Bruder, Abdul. warte mal. Dieser Hadith von Sahih Muslim ist Mutawatir. Dieser Ja, okay. Hadith. Urban, jetzt Ja? bleib mal mit deiner Er Hand soll da. einen Gelehrten bringen, der das ablehnt und nicht lügen. Okay, bitte nicht lügen. Du Alles machst gut. keine Mutter, weil Hadith dein Koran abrogiert hat. Okay, geh mal Sure bitte 4, nah Vers ran, 24. Urban. Geh mal nah ran. So. Wann werde ich reden können? Gleich. Ach, Du hast rede jetzt mit 10 Minuten lang Beweisen, geredet. bring einen Alles gut. Gelehrten, der das Abdul ablehnt. Urban, ganz kurz. Sahih Moslem. Guck mal, Abdul Adhim. Da steht Sahih Moslem 2767D. Jetzt nimm mal das Buch von Sahih Moslem und dann überprüf das mal mit dieser Quelle. Und du wirst sehen, das steht in deinem Buch drinne. Also du Oder lügst uns er an. lügt, den Hadith nicht. Er sagt, er nimmt den nicht an, weil es den Koran widerspricht. Aber da muss Dankeschön. er alle Hadithe ablehnen. Jeder Dankeschön. Hadith. Ja, er hat dir die Antwort gerade gegeben. Der Bruder Aber flext. Denkst du jetzt. bring mir einen Gelehrten, der das ablehnt. Sag du Bring mal bitte einen deiner auf. Gelehrten, der das ablehnt. Weißt du Simon? Simon? Der jetzt viel redet?
Nee, nein, alles nein. gut. Abdul, wir lassen dich jetzt reden. Alles gut. Wir wollen ja nicht respektlos sein. Alles gut. Danke. Also, nicht, dass du verstehst, ich sage, der Hadith gibt es nicht. Oder in meinem Band gibt es nicht, der steht nicht geschrieben. Nach dem Motto, überprüfe Abdul-Adim und du wirst das finden. Habe ich auch nicht behauptet. Er hat das schon verstanden. Er hat das verstanden. Ihr habt ein grundlegendes Problem. Tut mir leid. Ihr denkt, dass Sahih Muslim und Sahih Bukhari bei uns wie Koran sind. Stimmt? Aber das gegen ist ja so. Einen Gelehrten, der das ablehnt. Dein Koran ist auch Mutawatir. Habibi, Urban. Mach mal nur kurz 2-3 Minuten Sendepause, kurz, Urban. Ja, warte, Flex. Er hat ja gesagt, dass sie genau wie Koran. Faman Ankara, Sahih Bukhari und Muslim hoch Kafar. Wenn du beiden Hadithe, Sahih al-Bukhari, wenn du das ablehnst, bist du ein Kafir geworden. Du bist hier, du hast gerade Taqiyya gemacht, du bist Kafir geworden. Du bist der Islam ausgetreten, Habib al-Aziz. Ganz kurz. Noch besser gesagt, Abdul. Wir wissen, dass diese Quellen, ich kenne diese Quellen von Ahmad, Ex-Muslim, okay? Der macht das tagtäglich. Der Kerl war ein Salafist und ist bekehrt. Und du hast jetzt automatisch gesagt, dass diese Quellen nicht anzunehmen sind. Aber Ahmad Ex-Muslim, der diese Quellen tagtäglich zitiert, er sagt selber, das sind authentische Quellen, die sind anzunehmen. Abdul, du hast gerade eben gesagt, das nimmst du nicht an, obwohl du weißt, dass es eine authentische Quelle ist. Du weißt das, okay? Aber ich sag jetzt nichts, ich will nicht unhöflich sein, Abdul. Ich will dich auch nicht beleidigen, um Himmels Willen, das machen wir hier nicht, ja? Aber ich finde das schade, dass du nicht ehrlich bist. Ich habe am Anfang gesagt, bitte Abdul, lass uns ehrlich sein. Lass uns ehrlich sein. Egal was ist, lass uns ehrlich sein. Vielleicht finden wir irgendwo einen Weg, okay? Aber ich lasse jetzt mal der wahre Glaube weiterreden, okay? Gib mir drei Minuten. Du bist ein Kafir geworden. Laute Gelehrten, An-Nawawi und Sahih al-Bukhari, die sagen, Al-Shari'a al-Nawawi. Was sagt Al-Nawawi? Al-Shari'a. Beide Sahihain, Sahih al-Bukhari al-Muslim, wer diese Hadithe sind authentisch, sind genau wie der Koran. Wenn du diese beide Sahihain ablässt, du bist ein Kafir geworden. Du bist als nicht mehr Muslim, Habibi, du hast Taqiyya gemacht. Du hast Taqiyya gemacht, Habibi Abdelaziz. Und deswegen, dein Allah erlaubt dir Taqiyya zu tun, um damit die Menschen anderen in die Irre zu führen. Anlügen, damit du dein Allah und deine Religion gut darstellst. Aber das ist falsch, Habibi Aziz. Denn der Herr Jesus Christus, der sagt, der Lügner ist der Teufel und der Vater der Lüge. Und das dürft ihr auch. Und ich sage dir zum Beispiel, der Urban hat ja gut, sehr gut geklärt. Der Urban hat sehr viel Wissen über diese Hadithe, hat er gut geklärt. Und diesen Hadith darfst du niemals ablehnen. Weil richtig, da steht, das wollte ich schon sagen. Isnadu sahih. Und dazu noch nimmst du den Schari'a. Und wenn der Schari'a auch noch dazu aufklärt, dass dieser Hadith authentisch ist, darfst du nicht ablehnen. Sei dann müsst du uns als Gelehrter, als ein muslimischer Imam oder als Scheich, müsst du uns hier beweisen mit deinen Büchern und die Gelehrten. Ansonsten sind deine Worte Philosophie, Abdelaziz. Fadal Abib al-Aziz. Lass mal reden, Urban. Also Abdul, so wie ich es dir gesagt habe, ich hoffe, Abdul, dass du ehrlich bleibst, weil das, was ich dir vorhin gesagt habe, das war die Wahrheit, weil du hast gesagt, das ist nicht anzunehmen, nur weil dieser Hadith den Koran widerspricht. Aber das sind deine Gelehrten, die das geschrieben haben. Und das ist sahih, das ist anzunehmen. Aber ich lass dich reden, Abdul, okay? Gibt's noch einen Vierter und einen Fünfter und einen Sechster, der noch sprechen möchte? Nein, nur wir, alles gut. Weil ihr wiederholt immer das Gleiche? Und dann kommst du zu mir und du sagst mir, du musst akzeptieren, dass das sahih, der andere kommt und wiederholt. Und ich bin mir sicher, wenn ihr nochmal redet, dann werdet ihr nur nochmal die gleichen Sätze nochmal wiederholen. Aber, dass ihr den Gefragten Zeit geben, um dass er antwortet, das könnt ihr nicht dulden. Oder ihr akzeptiert das nicht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, zwei Personen, Flex und diese Shimon oder wie er heißt, beide haben mir gesagt, ich lüge, ich sei ein Lügner. Für diejenigen, die jetzt hier in dem Raum... Tut mir leid, ich nehme es zurück. Warte, auch nicht unterbrechen. Beide haben mir gesagt, ich sei ein Lügner. Und wir haben schon von Anfang an gesagt, wir sprechen hier auf Augenhöhe mit Respekt und sachlich.
Und wenn meine Worte dir nicht gefallen, dann gibt es so viele Möglichkeiten zur Interpretation, statt dass du mir Lüge vorwirfst. Drittens, ich spiele nicht mit meiner Religion. Das ist mein Glaube, womit ich Gott nähere und womit ich lebe und auch sterbe. Und von daher nicht, dass ihr denkt, ich spiele hier oder ich ziehe mich zurück von etwas. Und jetzt komme ich zu dem Sachverhalt. Ihr habt ein Problem mit Grundlagen von Hadith. Für euch gilt, Sahih Muslim und Sahih Bukhari gänzlich sind wie Koran und die muss man muss daran gänzlich glauben in allen Überlieferungen. Und dann kommt der eine und fügt eine Aussage von einem Gelehrten, der ja auch ein Mensch ist. Die Gelehrten haben so viele radikale Aussagen getroffen. Ibn Salah selber, der Imam, der Hadith-Lehre, er hat auch gesagt, für ihn ist Bukhari und Muslim in der höchsten Grad des Authentizitäts und keiner darf sie ablehnen und so. Das sind Aussagen von Menschen. Es gab genau... Da sind die Gelehrten, das ist, sagt Al-Sheikh Nawawi. Da sagt der Imam Al-Nawawi, das sagt nicht du. Wenn es so bleibt, ich werde das unterbrechen, dann ist diese Plattform nicht in der Lage... Aber du gibst mir keine Antwort, du redest einfach aus deinen eigenen Gedanken, Habibi Abdul-Aziz. Flex, als Moderator mit hohem Respekt, wenn du deine Plattform nicht sachlich aufbauen kannst, dann ist das keine Plattform. Ich bin der wahre Glaube. Dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich kann euch wirklich viel Zeit geben, aber ich habe auch Recht, meine Stellungnahme dazu zu geben. Statt dass man mir jedes Mal in mein Wort reinbringt, dann bringt das gar nichts. Okay, dann tut's mir leid. Ja, Flex, wahre Glaube, lass ihn mal reden. Habibi, Flex, guck mal. Ich habe ihn als Scherach dazu gegeben. Okay, Salam alaikum. Ich gehe raus. Das nutzt nicht. Du, Salam alaikum. Nicht abhauen, ja, nicht abhauen. Du nimmst mir jetzt mein Wort. Laufe nicht weg. Laufe nicht weg, Abdul Azim. Laufe nicht weg. Ah, und das ist das. Abdul. Bleib da wie ein Löwe. Dann nennt ihr das weglaufen. Nein. Das ist ja gar nicht. Nein, alles gut, alles gut. Ich habe die ganze Nacht vor mir. Ich bin der Letzte, Alhamdulillah, nicht weil ich weiß, was ich, Alhamdulillah, gelernt habe. Ich bin der Letzte. Der wegklaut. Ja, Habibi. Warte mal. Du springst mir gerade in mein Wort. Du klaust mir mein Recht gerade. Nein. Aber du philosophierst, Habibi. Ich philosophiere nicht. Ich bin genau auf den Kern des Themas. Genau da. Wenn dir das nicht gefällt, dann ist das dein Problem. Okay, Abdul, du kannst reden. Wir hören dir zu. So wie er jetzt eine Aussage von einem Gelehrten zitiert, wo es heißt, derjenige, du musst Sahih al-Bukhari und Muslim annehmen. Ich kann ihm auch Aussagen von Großgelehrten, wie Imam Tabarani und große Imam al-Nasai, die auch in der Zeit von al-Bukhari und Muslim gelebt haben, die selber Kritik ausgeübt haben gegen al-Bukhari und gegen Muslim. Und ihr kennt ja al-Mustadrak. Mustadrak ist nichts anderes als eine Kritik an bestimmten Überlieferungen von Imam Bukhari und Imam Muslim. Und Imam Bukhari und Imam Muslim, er hat authentische Überlieferungen, die Shadda sind, das heißt, die gegen anderen authentischen Überlieferungen sprechen. Zum Beispiel, ich nenne euch ein Beispiel. Es heißt ja in einer Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein paar Mäuse gesehen hat. Und dann sagt er, schaut ihr mal diese Mäuse. Wisst ihr, was das ist? Dann sagen sie, was? Das sind Juden. Sie wurden seit damals umgewandelt. Und sie leben dort. Und sie verstehen, obwohl sie Mäuse sind. So ein Quatsch-Hadith gibt es wo? In Sahih al-Bukhari. Warum? Das ist authentisch. Mit authentischer Kette heißt das. Nicht authentisch von Inhalt, habe ich euch vorhin erwähnt. Warum wird das abgelehnt von allen Gelehrten? Er spricht gegen authentischen Überlieferungen, die auf höchst... Also, ist nicht böse gemeint, aber sowas höre ich zum allerersten Mal. Ja. Ah, dann sag, oh Herr, gib mir mehr Wissen. Das ist gut. Dann sag, oh Herr, gib mir mehr Wissen. Dann kommt eine andere Überlieferung, wo der Prophet gesagt hat, wenn eine Umwandlung bei einem Volk stattgefunden hat, dann lässt Allah keine Nachkommenschaft daraus kommen. Das heißt, dieser Hadith spricht gegen diesen Hadith, obwohl sie beide in demselben Buch sind. Genauso,
Ahadith, die gegeneinander sprechen. Es heißt, dass der Prophet in der Pilgerfahrt war und dass er gefastet hat. Und in einer anderen Überlieferung, er war in der Pilgerfahrt und er hat geheiratet. In einer anderen Überlieferung heißt das, seine Frau sagt, er hat bei mir getrunken. Und das mit der Heirat, die haben gesagt, er hat nicht geheiratet. Die Frau sagt, er hat mich geheiratet, als er in Weihezustand war. Das heißt, wir haben zwei Hadithe in demselben Buch, die einander widersprechen. Passt auf, es gibt Methoden, wie man damit umgeht. Die Gelehrten finden viele widersprüchliche Überlieferungen und sie gehen damit folgendermaßen nach vier Stufen. Nummer eins, sie versuchen, die beiden Überlieferungen in Einklang zu bringen. Wenn sie es nicht schaffen, dann schauen sie nach der Zeit, um zu gucken, wann wurde das gesagt, wegen Abrogation. Drittens, sie schauen, was ist... Noch eine Minute, ne, deine Zeit. Ich wollte genau. Okay, jetzt muss ich mal antworten. Also, um nur zu sagen, das, was ihr mir auf der Zunge legen wollt, sagt, dass das sahih und du musst das annehmen, das braucht ihr nicht von mir zu verlangen. Ich bin kein Fanatiker für Muslim und kein Fanatiker für wen? Für Al-Bukhari. Und ich sage es euch, meine Religion sagt mir, alles, was dem Koran widerspricht, schmeiße ich gegen die Wand. Warum? Weil der Koran auf den Weg, auf den allerhöchsten Weg der Authentizität uns erreicht hat. Hadithe hingegen kommen durch einzelne Personen. Diese einzelnen Personen, da können Leute drin sein, die sich irren. Es können Leute dort sein, die als vertrauenswürdig eingestuft werden, während sie vielleicht Heuchler waren, die ein anderes Gesicht gezeigt haben. Es können auch Personen sein, die es verfälscht haben, mit Absicht oder ohne Absicht. Und von daher, ihr braucht mir nicht zu sagen, du musst das annehmen. Und wenn ihr solche radikalen Aussagen habt von Menschen, die sagen, du musst Sahih Muslim gänzlich annehmen, dann sage ich, das ist Quatsch. Weil in Bukhari steht, dass die Sonne, wenn sie untergeht, sie geht unter dem Thron Gottes und übernachtet dort. Und im nächsten Morgen bittet sie Gott um Erlaubnis. Darf ich wieder bitte aufgehen? Und sowas wird das abgelehnt. Übrigens, hier kommen die Gelehrten und sagen, nicht nur gegen den Koran, auch wenn ein Hadith gegen die Realität und die Rationalität spricht, das werfen wir gegen. Also ich muss ganz ehrlich sein, die Frage wurde gar nicht beantwortet. Also deine Zeit ist vorbei, jetzt ist er dran. Aber du hast sehr viel geredet, aber keine Antwort. Habibi, lieber Bruder Flex, der Abdulazim, er will einfach sich einfach nur schon reden und seine Religion schon reden. Mehr hat er uns nicht gebracht. Zum Beispiel Imam al-Nawawi widerspricht er. Er widerspricht Sahih al-Bukhari, er widerspricht Sahih al-Muslim, er widerspricht die ganzen Gelehrten. Wenn die Gelehrten alle sagen, Sahih al-Bukhari, Sahih bedeutet authentisch, Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim. Das sind beide authentische Hadithe. So, die Hadith Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, die ganze Hadithe abrogieren die ganze Koran. Die ganze Koran sogar ist abrogiert. Die ganze Koran sogar ist abrogiert durch Sure As-Saif. Welche ist das? Die Sure At-Tauba. Er kann ja hier nicht philosophieren. So, er hat mit seiner Zunge selber zugegeben, die ganze Gelehrten widersprechen sich gegenseitig. Hadithe widersprechen gegenseitig. Was hast du vom Fundament? Dein Fundament, auch wenn der Koran ist, dein Koran ist selbst abrogiert durch Sure As-Saif. Das Schwert, die At-Tauba. Das heißt, du hast nur ein einziges Sure, die gültig, alles andere abrogiert. Ich verstehe nicht, welchen Koran du hast. Du hast ja gar keine Glaube mehr. Deine ganze Gelehrten hast du weggeschmissen. Du sagst, ich sei Bukhari, ich muss mich schmeißen an der Wand. Guck mal, laut An-Nawawi, du bist ein Kafir, ein Ungläubiger geworden, Abdulazim. Guck mal, das Problem ist, weißt du, ja. Wahrer Glaube, weißt du, was das Problem ist? Der hat gesagt, sobald der Inhalt dem anderen Hadith widerspricht. Das ist der Islam. Das ist der Islam. Moment, dann hat er gesagt, dann ist das nicht anzunehmen. Dann frage ich mich, warum haben die aus der Rechtsschule Ägypten das dann veröffentlicht und das freigegeben, dass die Leute das dann lesen? Beispielsweise dann sagen das, warum stufen sie das nicht als Daif? Warum stufen sie das dann als Sahih? Also der schießt sich selber gerade die ganze Zeit ins Bein. Das ist ja das, mein lieber Bruder. Er sagt selber, die Hadithen widersprechen gegenseitig. Meine Frage ist, wenn du deine ganze Koran schon auf dem Tisch liegt, da gibt es kein einziger Wahrheit drin. Das widerspricht sich gegenseitig, mein Lieber. Und deswegen, ich sage dir nochmal, bringe Bücher und rede, philosophiere nicht aus deinen eigenen Gedanken. Ich habe dir gesagt, Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim sind authentisch, Isnadu sahih,
Du musst auch das authentisch, sag ich mal, was eingestuft ist, nicht ablehnen. Ich sag dir, Abdulazim, sind Hadithe von Teufel, sind Hadithe von Shaitan? Sagst du ja oder nein? Oder von Allah? Das musst du mir am Ende beantworten. Man kann mit ihm gar nicht debattieren. Du kannst Orban groß machen. Du kannst Orban groß machen, Orban kann auch seine Dings bringen. Aber du hast zwei Minuten, Bruder, rede. Du hast zwei Minuten. Aber ich sage nochmal, Abdulazim, Habib al-Aziz, wenn du sagst, die Hadithe sind, ich schlage die an den Wand, das heißt, das sind die von Teufeln. Das heißt, der Teufel hat euch Hadithe hineingeführt in euer Leben, in eure Gelehrten, und ihr glaubt den Teufel, und Allah sagt, was sagt der Allah? Das heißt, Allah hat euch getäuscht. Allah selber hat euch Muslime getäuscht, widerspricht sich überall, ihr habt keine Wahrheit, keine Koran. Und Uthman ibn Affan wurde getötet, weil er den ganzen Koran verbrannt hat. So, wir haben Al-Hafiz. Al-Hafiz kann Kazaben, er war ein Lügner. Die Gelehrten alle sagen, Al-Hafiz war ein Lügner. Das heißt, du hast dein ganzes Leben auf eine Lüge gebaut. Al-Hafiz war ein Lügner, Al-Hazm war ein Dieb. Deine ganze Gelehrte waren Lügner und Diebe. Wen soll ich glauben? Sahih Bukhari, du sagst aber Lügner. Sahih Muslim sagt, ich nehme das nicht an. Du musst den Scharih. Scharih habe ich gebracht. Du sagst, den Scharih nehme ich nicht an. Habib al-Aziz, du hast dich selbst Knockout gegeben, Abdulaziz. Und wenn du keine Gelehrten holst, ich kann mit dir gar nicht debattieren. Ich habe die Quellen. Ich kann mit dir debattieren bis morgen. Jede. Ob es Allah oder Samad oder Ahnu, egal wer das ist. Wir können darüber debattieren. Aber komm nicht mit Philosophie, Habib al-Aziz. Der Herr segne dich und möge der Jesus Christus deine Augen öffnen, dass du die Wahrheit erkennst und von der Strecke der Teufel herauskommt. Und laut deine Gelehrten, Allah hat nur zwei rechte Hände und einen Fuß, Abdulazim. Wie kann ich an einen Gott glauben, der nur zwei rechte Hände und einen Fuß hat? Ja, aber auch das wird er ablehnen. Der will das ja gar nicht annehmen. Mach mal Orban groß. Orban kann seine Augen sagen, aber ich frage nochmal Abdulazim, sind Hadithe von Teufel, Habib al-Aziz? Alles andere will ich von dir gar nicht hören. Bitte schön, Orban. 15 Sekunden. Nein, brauchst du deinen Finger nicht hochheben, Habibi Abdulaziz. Du hast eine Salat heute da ausgemacht. Du bist Kafir geworden. Du bist Kafir geworden. Okay, deine Zeit ist um. Jetzt bin ich da. Orban. Erstmal Orban. Gleich kannst du. Wir machen Show beenden. Jeder kann reden. Ja. Mach mich groß, bitte. Ich möchte auf 2-3 Punkte eingehen, Bruder. Er sagte, Tabarani und Bukhari haben zur selben Zeit gelebt, das stimmt nicht. Als Bukhari gestorben ist, ist Tabarani erst geboren. Hier, Bukhari ist 70 gestorben, 870, Tabarani ist 872 geboren. Er sagt, er geht auf die Überlieferungskette, Er nimmt den Koran von Hafs. Hafs ist ein bekannter Lügner. Man nimmt keinen einzigen Hadith von Hafs an. Und Mohammed selber hat gesagt, wer ein Lügen-Hadith über ihn erzählt, geht in die Hölle. Das hat Mohammed selber erzählt. Immer noch. Bringe mir einen Gelehrten, der sagt, dass dieser Hadith nicht authentisch ist und nicht anzunehmen. Und komm mir bitte nicht, der widerspricht mein Koran. Dein Koran sagt dreimal beten, du betest fünfmal. Dein Koran sagt dir nicht, wie du beten sollst, du betest laut Hadith. Dein Koran erlaubt dir Zeitehe, du machst es nicht wegen ein Hadith. Hör auf mit diesen Lügen, wir wollen das nicht hören, wir hören das tagtäglich. Immer noch, bring mir einen einzigen Gelehrten, Großgelehrten, der sagt, dass dieser Hadith nicht authentisch ist. Immer noch. Und komme nicht mit Überlieferungskette, dann schmeiß dein Koran auch weg, weil Hafs ist ein Lügner und er ist in der Hölle laut Mohammed. Punkt. Nicht philosophieren. Wir Juden und Christen werden für euch am jüngsten Tag bezahlen, sagt Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Wo, Punkt, ich kann natürlich auch hier Fatwas geben für Leute, die Hadithe ablehnen. Ich kann das alles geben. Wir haben diese ganzen Fatwas, wir haben die Rechtsurteile, wir haben alles. Aber wie gesagt, gib ihnen meine Zeit, Bruder, aber pass auf. Er sagt, er soll uns jetzt einen Gelehrten bringen, der diesen Hadith ablehnt. Ganz kurz, Ober. Also Abdul, wenn du das alles ablehnst, weißt du was? Ich gehe sogar mit dir mit. Kein Problem. Ich gehe mit dir mit, Abdul.
Aber dann bring uns mal die Gelehrten, die das ebenfalls ablehnen. Weil du hast jetzt von deiner Sicht aus gesagt, dass du das ablehnst. Bring uns mal Gelehrten, die ebenfalls diesen Sahih-Muslim-Quelle ablehnen. Weil das ist wie, wenn du mir eine Bibelstelle gibst und ich sage, nein, diese Bibelstelle lehne ich ab, obwohl es aber meine Bibel ist. Und das machst du gerade. Abdul, wir wollen ehrlich sein. Ich benutze jetzt deine Argumente gegen dich jetzt. Okay? Also, wenn du mich jetzt fragst, hey, in deiner Bibel steht, Jesus ist Gott. Ich sage aber, nein, das steht aber nicht da drinne. Das ist nicht authentisch. Dann würde ich mich selber belügen, obwohl es da drinne steht. So, jetzt musst du, wenn du es ablehnst, Abdul, musst du uns dann von deinen Gelehrten, ja, oder die Leute, die du kennst, oder deinen Gelehrten, dann bringen, die ebenfalls diese Quellen ablehnen. Weil du bist gerade der Einzige, der Sahih Muslim ablehnt. Bitteschön. Ich lasse dich jetzt reden. Du kannst es so umstummen. Du musst dich entstummen. Entstumm dich. Oder warte mal, was ist los? Ich wollte nur mal zeigen, Bukhari 108 sagt Mohammed. Nein, Bruder. Oder jetzt? Ab Urban, bitte, stumm, Urban, ganz das, kurz. Lass das mich bitte reden. Abdul, genau. Entstummen musst du dich. Jetzt. Wie viel Zeit habe ich? Genug. Ach, du kannst reden. Okay. Keiner wird dir ins Wort fallen. Ich soll zu der Religion der Christen zurückkehren und ich soll an Jesus als Sohn Gottes glauben. Ich bin bereit, Christ zu werden und Sohn und Jesus als Sohn Gottes und als Gott anzunehmen, wenn ihr mir eine Sache gibt. Seid ihr bereit für die Herausforderung oder für die Bombe? Ja. Ihr fragt mich, ich gebe euch die Antwort von den genauesten Sachen, was ihr von mir fordert. Okay. Ich bin bereit. Abdelazim. Sohn Gottes. Warte, du kannst gleich dazu kommen. Ich fordere dich immer noch heraus, dass du den Jesus Christus kommst und den Allah verlässt. Warte mal. Du hast uns immer noch die Frage nicht beantwortet. Du bist kein Scherich, keinen Gelehrten. Du philosophierst. Du hast dich als Kafir bezeichnet. Also ihr wollt alleine reden? Nein. Abdul, weißt du, wo das Problem ist, Abdul? Du hast keine Quellen. Nein. Jungs, ihr geht da komplett falsch heran. Flexer, gib mir kurz Zeit, bitte. Flexer, gib mir Zeit. Dann werdet ihr wissen, dass das mit dem Thema zu tun hat. Mit den Überlegungen. Das ist das. Sei doch sicher Abdul. Von dir und Abdul, sag. Abdul, du redest. Okay. Abdul, chill. Abdul, chill. Du redest mit Shimon. Alles gut. Nein, Achi. Lass miteinander reden. Absolut. Ich verstehe dich auch. Und Jungs, bitte. Ihr geht da falsch ran. Ich will euch nicht kritisieren. Ihr seid meine Brüder im Glauben. Aber wir sind zu viert. Abdul, bitte. Es geht, Bruder Shimon, es geht nicht darum zu viert. Es geht um eine Sache, er selber widerspricht seine eigenen Lehren. Ich sag doch dazu was. Das ist nicht christlich. Ich verstehe Christentum als Gerechtigkeit. Flexer, gib mir die Zeit. Gib mir. Jeder spricht 2-3 Minuten. Jeder von euch spricht 2-3 Minuten. Wenn ich anfange zu sprechen, ich spreche nur 10 Sekunden. Und dann werde ich unterbrochen. Und christlich, so wie ich Christentum verstehe, es ist einfach Ehrlichkeit und Gerechtigkeit, auch zu demjenigen, der zu eurer Religion nicht gehört. Nämlich, wie heißt er, den Samariter. Betrachtet mich als Samariter oder als... Sie haben Fragen gestellt. Du darfst auch eine Frage stellen. Kann man mich hören? Wir hören dir zu. Es hat mit unserem Thema zu tun, meine Frage. Wenn ihr wirklich zu eurem Christentum steht, das hat mit den Überlieferungen mit Muslim und mit Bukhari. Aber seid in der Lage, mir diese Antwort zu geben. Ich bin bereit, Christ zu werden und an Jesus als Sohn Gottes zu glauben, wenn ihr mir eine Sache bitte bereitstellt. Und zwar, ihr redet die ganze Zeit über Überlieferungen. Und dabei sind die Überlieferungen von Prophet Mohammed zweitrangig bei uns. Sie haben nicht die Stufe des Korans.
Ich sage euch, ich bin bereit, Christ zu werden, wenn ihr mir eine durchgehende Überlieferung gibt bis zu eurem Evangelium. Und ihr redet jetzt über Überlieferungen. Dabei habt ihr nicht mal eine richtige Basis auf eurer Quelle. Das heißt, ihr habt nicht mal eine durchgehende Überlieferung von jetzt bis Jesus, alayhi salam, Friede und Heil sei auf ihm. Wir hingegen, was Koran angeht, der Bruder sagte, Hafs und Dieb und so weiter und so fort. Ich sage ihm, hallo, der Koran wurde nicht über Hafs. Der Koran wurde in Massenüberlieferung. Alleine Nafir in Medina hat von 70 Gefährten den Koran von Anfang bis Ende aufgenommen. Alleine Nafir. Wir brauchen gar nicht über die neun weiteren, die auch von zahlreichen Gefährten den Koran genommen haben. Und von daher, das allerletzte, was du angreifen kannst, ist der Koran. Das heißt, wo ist der Koran? Und fragt mal hier die Experten, fragt die Orientalisten, fragt die Islamwissenschaftler, fragt die Islamkritiker. Kein einziger zweifelt daran, dass der Koran, was in den Händen der Muslimen ist, dass das, was von Propheten, was von Mohammed gesprochen wurde. Selbst Barrett, ja, der die Übersetzung hat und ein großer Orientalist, er schreibt das in seiner Einführung und das ist keine umstrittene Sache. Jetzt bin ich bereit, eure Religion gänzlich anzunehmen, so wie ihr. Ich werde Christ werden und ich werde ein Kreuz tragen und ich werde Jesus als Gott anbeten, wenn ihr mir eine durchgehende Kette von eurem Evangelium habt. Bitteschön, antwortet. Abdul, du musst beim Thema bleiben. Wir haben dir vorhin... Abdul, darf ich reden? Du hast so viel geredet. Abdul, ich hab nicht so lass viel uns geredet. Mal bitte reden. Wir haben dir diesbezüglich doch eine Frage des Hadithes gestellt und haben dir gesagt, gib uns eine Antwort wegen deiner Gelehrten. Du bist sofort zur Bibel umgestiegen und hast sofort gesagt, hey, du musst mich reden lassen. Du hast sofort gesagt, bring mir eine durchgehende Überlieferung des Evangeliums. Das war aber nicht die Frage. Deine Leute da unten sind eigentlich unterbeleuchtet, die haben gar keine Ahnung, die hören gar nicht mal zu, um was es hier wirklich geht. Ja, würden die Leute hier unten zuhören, deine Leute vor allem, die hier unten sind, würden sie zuhören, um was es geht, dann würden sie es verstehen. Wir haben dir eine Frage gestellt, du hast sofort gedreht, du hast das Thema sofort gedreht, hast gesagt, bring mir eine durchgehende, warte, lass mich reden. Also da bring uns eine durchgehende, was, Evangelium. Weißt du was? Jetzt gehen wir darauf ein, aber gib uns trotzdem die Antwort. Immer noch, darauf warten wir immer noch. Ich bin bereit. Ich mache jetzt die Show beenden, dass alle reden können. Das, was ihr macht, unterbricht mich wieder nicht. Mach mal erstmal Urban groß. Hey. Und, ja, ich bleibe bei meiner Herausforderung, ja? Ja, warte. Wir haben die apostolische Sukzession. Die apostolische Sukzession oder apostolische Nachfolge beschreibt die kontinuierliche ab Jesus Weitergabe. Gib sie mir mit Namen. Ich geb dir. Sehr gerne. Ruhe. Der Sendungsauftrag der Apostel und deren Nachfolger bis in die Gegenwart, bis heute, ich gebe dir jetzt ab Jesus, alle Bischöfe, ich gebe dir jetzt ab Jesus. Du redest irgendwas, bring mir, wenn du das hast, kannst du sprechen. Ich möchte euch mal eins sagen. Guckt mal. Warte, Aziz, lass mich reden. Bruder Stummi, er ist Christ, er wird heute Christ. Stummi, ich gebe dir jetzt ab Jesus, jeden Namen bis heute. Ich gebe dir ab, Jesus, jeden Namen bis heute, und du wirst Christ, du stehst zu deinem Wort. Bitte, gib mir. Aziz, Khalid Sakin, Habib Adi, iskut, schwein. Nein, wartet mal, ihr redet alle drei. Jeder ja, wakuf, Habib Aziz. Habib Aziz, ma fi mishkila, Habib Aziz. Nein, das geht nicht. Sabr, Afi, sabr. Ungerecht. Ala mahlak, ala mahlak. Nein, ala mahlak, ant. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad. Es gibt kein Sallallahu alaihi wa sallam bei Christen. Abdul, guck mal, Abdul, also, jetzt müssen wir ehrlich sein. Ihr habt mir, guck mal, ihr lässt mich nicht
zu Ende, ihr redet zu alle drei. Jeder nimmt 2 Minuten, ihr wiederholt immer das Gleiche. Ich habe euch gesagt, ist dir aufgefallen, du redest gerade schon durchgehend. Keiner von uns hat geredet. Ich habe euch gesagt, das, was ihr macht, und unterbricht mich nicht, das, was ihr macht, ist, ihr schaut auf eine kleine Aussage von einem Meer von Aussagen und ihr wollt sie auf der Waage legen, während ihr mit euren Schriften nicht so umgeht. Dabei, wir Muslime, wir sind, was diese angeht, was Kritik und was Lob und Kritik und Untersuchung der Kette und Begutachtung, wir sind Weltmeister, ohne stolz zu sein. Keine Glaubensgemeinschaft hat so eine Wissenschaft und so eine fundierte Disziplin gepflegt, und zwar von dem ersten Jahrhundert des Propheten bis heute, gibt es keine Glaubensgemeinschaft, die das gemacht hat. Und willst du auch irgendwann mal auf die Fragen eingehen oder nicht? Oh la la. Der jetzt von Google liest, er möge mir bitte die Überlieferung geben und nicht nur eine Aussage, es gibt von Apostel durchgehend bis zum Leben von Jesu. Stattdessen, geh mal bitte suchen und gib mir eine durchgehende Kette. Von dem jetzigen durchgehend. Bitteschön. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Ich möchte auf eure Frage eingehen. Denn ich pflichte nicht. Hast du aber nie gemacht. Nein. Ihr versteht nicht. Ihr habt ein Problem mit der Hadith-Wissenschaft. Ihr betrachtet Muslim und Bukhari als etwas wie Koran. Das ist euer Problem. Und das ist nicht mein Glaube. Und ihr wollt von mir diesen Glauben aufzwingen. Das heißt, ich muss das nehmen, damit sozusagen, damit ihr mich in die Ecke drängelt. Und dabei sage ich euch, ich bin ehrlich. Das ist meine Religion. Ich spiele nicht damit. Ich habe euch gesagt, wenn eine Überlieferung authentisch ist in der Kette und deren Inhalt gegen den Koran spricht, die wird von allen Gelehrten gegen die Wand gespielt, geschlagen. Der Bruder fragt, welcher Gelehrter sagt das? Stimmt? Ich sag euch, Imam Malik sagt das. Imam Shafi'i sagt das. Imam Abu Hanifa sagt das. Imam Ahmad sagt das. Und pass auf, Imam Malik hat authentische Überlieferung bekommen von, die ist in Bukhari, wo der Prophet, wo Abu Huraira überliefert, der Gebetsruf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nochmal, Allahu Akbar, Allah, mit 4-mal Allahu Akbar. Und weißt du was? Diese Überlieferung ist in Bukhari und Muslim. Imam Malik schmeißt das gegen die Wand, obwohl das authentische Kette ist. Warum? Er sagt, hey, anatruku alfan an alf, ila wahidin an wahid. Sollen wir 1000 über 1000 lassen für einen Einzelnen über einen Einzelnen? Was meint er damit? Er sagt, die Praxishandlung der Medinenser. Alle Moscheen in Medina und um den Medina, wenn sie den Gebetsruf starten, dann sagen sie Allahu Akbar, Allahu Akbar 2-mal. Und eine Überlieferung durch Irak, selbst wenn die vertrauenswürdig sind, soll die Praxishandlung von tausenden Menschen gegen die Wand schlagen? Nee. Und, sage ich euch mal, nicht nur Imam Malik hat so gemacht, auch Shafi'i und auch Imam Ahmed und auch Abu Hanifa und auch die Großgelehrten. Das, was ihr nicht versteht, weil ihr darüber kein Wissen habt. Ash-Shudhuth ist eine Bedingung dafür, dass eine authentische Kette gegen die Wand geschmissen wird. Und diese, genau diesen Hadith, wo es Thema heißt, total verfehlt. Also dieser Hadith spricht gegen den Koran. Der Koran sagt, keine Seele, keine Menschenseele trägt die Last einer anderen Seele. Sonst wäre Gott ungerecht. Es spricht gegen die Gerechtigkeit Gottes und es spricht gegen den Vers. Was mache ich mit der Kette? Ich schmeiße sie gegen die Wand. Und ihr denkt dabei, ich schmeiße den Koran. Nein. Das ist eine Kette durch einzelne Personen, die sich irren bei der Aussage, die vergessen. Und manche von ihnen können Heuchler sein, manche von ihnen können Sachen einführen und so weiter. Aber ihr wollt mir auf der Zunge legen, ich muss es annehmen. Und du sagst mir, welche Gelehrte macht so? Ich habe dir jetzt mehrere Namen genannt, die authentische Ahadith ablehnen. Ibn Hazm, Al-Andalusi, Abu Bakr, Ibn Al-Arabi, selbst, die, du sagst vorhin Al-Tabarani. Ich meine, Tabarani lebte in derselben Zeitphase, das heißt in demselben Jahrhundert, in dem dritten Jahrhundert. Und diese Leute, sie waren so nah zueinander und sie widerlegten einander. Da kommt Tabarani und widerlegt Al-Bukhari. Und selbst in der Zeit von Bukhari, Bukhari selbst. Wow, also total das Thema verfehlt. Okay, also
Ja, der nächste. Oder mach mal Flexer, Flex, mach mal Urban groß, weil er hat ja dieses. Also ich bin ganz ehrlich, der hat total das Thema verfehlt. Der geht gar nicht auf die Punkte. Bruder, der geht ja gar nicht, trage gar nicht auf. Und für mich ist der geht gar nicht auf die Punkte. Ja, schau mal, Abdul Aziz, du hast ja gesagt, gib uns eine Kette. Wir haben die ganze Bibel, zum Beispiel die ganze Bibel gehen durch Apostel und die Schüler, die Apostel, bis wir die ganze Neue Testament, Alte Testament, alles ist eins. Wir haben das Wort Gottes nicht heute empfangen. Schau mal, deine Gelehrten sagen, der Al-Hafiz war ein Lügner. Al-Hafiz war ein Lügner, fakana kazaban. Du lügst gegen deine Gelehrten. Alle Gelehrten sagen, Al-Hafiz war ein Lügner. Ich frage dich, Abdul-Azim, welchen Koran hast du? Al-Hafiz? Oder Al-Warsh. Al-Warsh widerspricht Al-Hafiz und Al-Hafiz. In Marokko, in Tunesien, die lehnen den Al-Hafiz ab. Und die Saudi-Arabien lehnen den Al-Warsh ab. Du lügst gegen deine eigenen Gelehrten. Du hast ja gar kein Buch. Das ist ja ein Mushaf, das ist ja kein Buch. Habib al-Aziz. So, und du sagst, du hast einen wunderbaren Koran. Surah Al-Ahzab 50. فَمَنْ وَهِبَ نَفْسُ لَرَسُولِ فَيَنْكَعَهَا. Wer sich Mohammed hingibt, jeder Frau kann er sie Bunga Bunga machen. Ist das ein wunderbarer Buch? Hä? Was ist das denn für ein Buch? Jede Frau, die Mohammed sich hingibt, Mohammed kann ihren Ka'a machen. Ja, Habib al-Aziz, was für eine Moral hat das? Was für ein Benehmen hat ein Prophet gehabt? Du hast nicht mal einen richtigen Prophet gehabt, der nur Bunga Bunga gemacht hat. Allah hat ihm einen Topf voller Fleisch gegeben, damit er Bunga Bunga gemacht hat, wie Viagra. In einem Tag hat er mit neun Frauen, in einer Stunde mit neun Frauen geschlafen. Was ist das für ein Prophet? Es ging nur um Sex und Geld und Plünderung. Du sagst mir, dass dein Prophet wirklich ein wahrer Prophet Gottes war? Niemals. Deine Gelehrten sagen, Al-Hafiz war ein Lügner. Al-Hafiz war ein Dieb. Und du hast ja nicht mal einen einzigen Koran. Wir haben 74 Korane. Welche Koran ist die richtige erste Vision? Welche? Aduri, Al-Maliki? Welche Habib? Ibn Kassir? Welche Koran? Yalla, komm, Abdul Aziz. Du willst nicht hier rum posaunen? Wir können mehr als du zeigen. Weil du hier keine Quellen bringst, ich gebe dir keine Quellen. Aber möglich können wir dir genauso wie du da reden. Abdul Aziz. Bleib bei dem Thema. Sahih al-Muslim, Sahih al-Bukhar. Faman Ankara al-Sahihain, fa-Kafar, wa-Enta Kafir. Du bist heute als Kafir geboren. Du bist ein Kafir geworden und lauter deine Gelehrten, du gehst in die Hölle. Yalla, Habibi. Was sagst du dazu, Abdul Aziz? Wen musst du anlügen? Lüg nicht, bleib bei der Wahrheit. Bleib bei der Wahrheit. Du wirfst alle deine Gelehrten weg und du willst einfach nur eine Lehre nach deinen Gedanken machen, damit wir die Christen in die Irre geführt werden. Der Allah führt die Menschen in die Irre. Und was sagt Allah? Wen ich in die Irre führe, kann keiner in Recht leiten. Allah führt die Menschen in die Irre. Dein Allah. Und du bist in die Irre geführt worden. Der wahre Glaube. Ja. Ich möchte, dass der beim Thema bleibt, weil der schweift vom Thema komplett ab. Wir wollen immer noch authentische Quelle haben, weil er redet, er philosophiert aus seinem Mund. Ich möchte eine Quelle, wo diese Quellen abgelehnt werden, weil er lehnt ja diese Quellen ab, aber er gibt keine Antwort bezüglich des. Er redet von Mäuse, von Jerusalem, dass die Juden Mäuse wurden und das will ich alles gar nicht wissen. Ich möchte die Quelle haben und die gibt er bis jetzt gibt er uns die Quelle nicht. Ja, Bruder, mach mal Urban gleich groß und dann kann Urban noch weitergeben, aber okay, für mich ist der nur einfach, der nennt sich Gelehrt und ich weiß es, dass er viel auf dem TikTok einfach 7 Papagei hier irgendwo im Internet redet, aber in Wirklichkeit hat uns gar keinen Der ist rausgegangen. Der hat uns gar keine Quelle gegeben. Bruder Flex, wenn du kannst, kannst du Judy hochholen. Wann da ist Judy? Er ist rausgegangen. Ich habe ihn auch nicht gekickt oder so. Der ist selber Flex, wenn Judy da ist, hol mal Judy hoch, Bruder. Aber ich finde das traurig, Mann. Ich finde das echt. Bruder, er bringt ja gar keine Quellen, die philosophieren alle. Das ist genau das, die sind alle so. Wahnsinn. Die sind genauso alle nach dem anderen. Bringe gar keine Quellen, die philosophieren. Wallahi, Koran ist die beste. Wallahi, Koran ist die beste. Was für ein Buch? Gib mir doch eine Quelle, wie der Koran wunderbar ist, diese ganze Quelle. Die Hadithe widersprechen gegenseitig. Alle Hadithe widersprechen gegenseitig. Ja. Wahnsinn. Und da soll er nicht... Ich glaube, der ist wieder da. Ich muss gucken. Abdul, der hat eine Anfrage geschickt wieder. Okay, da ist er doch. Dann schicke ich die Leute kurz raus. Juli, Schwesterherz, ich küsse dein Herz. Ich nehme dich gleich wieder rein, ja?
So, ich darf jetzt reden. So, immer noch. Er soll mir nicht den Prinzip der Ablehnung der Hadithe. Ich möchte einen Großgelehrten, der explizit diesen Hadith ablehnt. Aber anderes Thema. Er sagt Überlieferungskette. Wir haben die apostolische Sukzession. Wir haben den ersten Papst nach Jesus Christus mit der Botschaft, die sie verbreiten wollen, mit der direkten Aussage von Jesus ab den ersten Papst. Bis heute haben wir die apostolische Sukzession. Wir haben eine eindeutige Überlieferungskette ab Jesus Christus, aller Päpste mit derselben Botschaft bis heute. Du bist Christ, steh zu deinem Wort und nimm das Christentum an. Du wolltest eine Überlieferungskette? Ich habe dir eine gegeben. Und jetzt gib mir einfach explizit einen einzigen Gelehrten, der diesen Hadith ablehnt und nicht bla 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 bla. Das kann ich mir auch auf YouTube anhören, dieses bla 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 bla. Punkt. Und du bist jetzt Christ, er soll zu seinem Wort stehen. Er wollte eine Überlieferungskette ab Jesus Christus. Wir haben die apostolische Sukzession. Oh Mann. Alle Päpste bis heute ab Jesus Christus. Er soll zu seinem Wort stehen. Hier, ich habe schon die Bibel fertiggelegt, das Neue Testament. Ich werde ihm das heute schicken. Und gut, dass Anas hier ist. Wir wollen über Kinder im Islam reden. Sehr gut, dass Anas ein Experte auf dem Gebiet. Auch ich mich auf dich gefreut. So, Punkt. Ich bin fertig. Fertig. Wie gesagt, okay. Geschichten kann ich mir auch woanders anhören. Er soll also jetzt Christ werden, zu seinem Wort stehen. Wer sein Glaube, er wird das nicht machen, das ist nicht so leicht verkaufen. Bruder, er ist bereit, sein Glauben so easy zu verkaufen. Nein, zu sagen, das wird er nicht machen, Bruder. Das war nur so eine, das macht er nicht, als ob er das macht. Ja, nein, er hat als Mann sein Wort gegeben. Eine ist Überlieferung. Egal, wird er nicht machen, Bruder. Ich mach mal, den Anas mal als Nächste und dann machen wir weiter. Alles gut. Ich weiß nicht, was er sagen möchte. Mach mal Show an für ihn. Show beenden. Anas kann sprechen. Alle bitte auf stumm kurz. Ich grüße euch. Bruder, okay, was gibt's denn? Judy was, hochholen, Judy. Ich sag nur eine, bitte alle stumm gehen. Bitte alle stumm gehen. Alle stumm gehen. Nur Anas. Alles ganz kurz stumm gehen. Bitte aus Respekt. Abdulhabim nur einen Satz, dann gehe ich raus. Denn ich Ich will euch nur zeigen, was das Problem ist. Deswegen, Abdul-Hadim, es ergibt keinen Sinn zu reden. Ich will euch das zeigen, beispielhaft. Es ist Statist, ganz kurz, ich darf ganz kurz reden, oder? Ich darf kurz reden. Diese Menschen, Abdul-Hadim, sie verstehen nicht, was du sagst und sie hören dir nicht mal zu. Alles klar, danke schön. Flex, hol mal Judy hoch. Anders, er wollte abhauen. Er ist abgehauen, sofort. Darf ich jetzt mal Judy hoch? Lass mal bitte den Abdul reden. Ja, hol mal Judy hoch, Bruder Flex. Lass mich also, mit Abdul kurz reden. Lass mal bitte den Abdul reden, weil sonst heißt es am Ende, wir lassen ihn nicht reden. Lass mal den Danke, Flex. Reden. Das ist gerecht von dir. Ja, weil der Anas... Warte mal bitte, jetzt. Keiner springt jetzt rein. Ihr wolltet hören. Könnt ihr mich gut hören? Ja, Dein Bild hängt. Bitte, wir haben schon vereinbart. Flex, hörst du mich? Ehki, Habibi, wir hören dir zu, Ehki. Weil sein Bild hängt gerade. Ja, der kommt gleich. Du kannst reden, er kommt gleich. Nein, wenn der Moderator da ist. Nein, keine Angst, ja. Flex? Habibi, mafi mishkle. Er soll mit mir gehen, ja, Habibi. Ja, Abdullah. Erzähl. Okay, er hat's pausiert. Okay, inshallah, khair. Aber versprich mich, dass ihr mich nicht unterbricht. Nein, ich lass dich ausreden. Rede Dankeschön, mit mir, ich lass dich ausreden. Dankeschön. Also erstmal, ich fand das schade, dass die Regeln der Kommunikation nicht respektiert wurden. Ich wurde als Lügner von dem Bruder, als Lügner bezeichnet. Mein Prophet wurde mit den schlimmsten Worten beleidigt. Das sagt die Koran, nicht ich. Oh la la. Kannst du bitte nicht einfach verhalten? Warum macht man mich auf Mute und dich nicht? Bitte lass ihn ausreden, bitte. Sache verletzt.
Normalerweise bin ich für die Sachlichkeit, für Respekt und für Neutralität, für die Wissenschaftlichkeit. Und leider wurde das verletzt. Okay, jetzt komme ich zu dem Hadith. Der Hadith bei Muslim, der wurde von Muslim überliefert. Dieser Hadith wurde von Großgelehrten in der Zeit von Muslim und nach Muslim als schwach eingestuft. Hört mal. هذا الحديث مختلف في صحته. أشتيت ضعفه البيهقي. الإمام البيهقي hat diesen Hadith als schwach eingestuft. وتابعه الذهبي. Auch der Imam الذهبي hat diesen Hadith als schwach eingestuft. وابن حجر العسقلاني. Ich rede hier über Berge von Großgelehrten dieser Umma. Ibn Hajar al-Asqalani stuft den Hadith als schwach. والألباني sagt, الألباني sagt, شداد ابن سعيد الراسي, es gibt einen Überlieferer in der Kette, له مناكير. Dieser Mann hat seltsame, gelogene Ahadith schon überliefert. Und passt auf jetzt. البيهقي, الإمام البيهقي sagt über diesen Hadith in seinem Buch شعب الإيمان. وأما حديث شداد أبي طلحة الراسي عن غيلان بن جرير بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب مثل الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنه قالوا بعض الرواة. فهذا حديث شك فيه راويه وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه وإن كان مسلم بن الحجاج استشهد به في كتابه فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه والذين خالفوا في لفظ الحديث عدد وهو واحد وكل واحد ممن خالفه أحفظ منه فلا معنى للاشتغال بتأويل. Pass auf, الإمام البيهقي sagt dieser Hadith. Da gibt es einen Mann, der dort als Lügner bezeichnet wird. Er wird von allen Gelehrten des Hadiths abgelehnt. Muslim hat über ihn überliefert in diesem Hadith. Und dieser Hadith wird von den Gutachtern der Gelehrten des Hadiths abgelehnt. Der Bruder vorher sagt mir, bring mir mal bitte die Gelehrten, die diesen Hadith ablehnen. Weil er von mir nicht gehört hat. Ich habe den Hadith aus meinem Herz abgelassen. Entschuldigung. Guck mal, du hast mir gesagt, sprich auf den Kern. Stimmt? Ich spreche jetzt in den Kern. Aber es ist unangenehm gerade. Also, nochmal. Ihr habt mir gesagt, wer hat diesen Hadith kritisiert? Ich habe euch gesagt, dieser Hadith lehne ich ab aus meiner Methodik. Ich habe ja Wissen erworben, systematisch. Ich weiß, wie ich einen Hadith annehme. Einen Hadith gegen den Koran schmeiße ich gegen die Wand. Jetzt habe ich euch gesagt, Imam Bayhaqi, Imam Abu Hajar al-Asqalani, Imam al-Dhahabi, al-Albani und so viele Gelehrten haben den Hadith als schwach eingestuft. Und sie sagen, dieser Shaddad al-Arasi ist einer, der kritisiert wurde von den Hadith-Gelehrten und er hat Hadith, die gelogen sind, schon überliefert. Und hiermit ist die Bombe hier geplatzt. Nein, du hast gelogen. Nein, den Namen. Ja, okay, Abdelaziz, wacke. Warte, Abdelaziz, wir sind Urban. Warte, Urban erzählt dir, Ich habe dir nichts gesagt. Ja, warte. Doch, den Namen, den du gerade genannt hast, der in der Überlieferungskette vorkommt, kommt gar nicht vor, der unauthentisch sein soll. Guck mal, ich habe extra in der Überlieferungskette geguckt. Den Namen, den du gerade genannt hast, von dem der schwache Hadith überliefert, der kommt nicht in der Überlieferungskette vor, mein Freund. Und wir haben das auf. Du hast uns angelogen. Ich habe extra die Überlieferungskette durchgeguckt. Du hast uns angelogen. Der Name, den du gesagt hast, kommt nicht vor. Und immer noch, bring uns eine schriftliche Quelle, wo deine Gelehrten... Nein, Urban, stopp, Urban. Abdul, eine Frage. Warum hast du uns jetzt gerade angelogen? Ganz kurz. Urban, bevor du redest, bitte rede mir nicht rein, Urban. Meine Frage ist, Abdul, ich habe jetzt nebenbei, während du geredet hast, habe ich nach Quellen geschaut, was du da alles sagst. Warum hast du gelogen gerade? Alter, das ist der Wahn. Ja, Bruder, der Name, den er genannt hat, kommt nicht vor. Aber Bruder, warte, noch eine Sache. Noch eine Sache. Er soll uns eine schriftliche Quelle geben, wo wir lesen können, dass dieser Hadith abgelehnt wird.
Muslim hatte auch Taif-Hadithe, aber diese Taif-Hadithe wurden alle aus Muslim entfernt und wurden in diesem Werk zusammengestellt. Die Taif-Hadithe von Muslim von Anfang an entfernt und in Sahih Muslim sind nur noch die Sahih-Hadithe. Du lügst und diesen Namen, den du erwähnt hast, ist nicht hier drinne. Ja, ja, ja. Ich habe aufgenommen. Du wirst jetzt was anderes sagen, aber wir haben es aufgenommen. Wir werden das hinterher vergleichen. Das sind die Imame, Bruder. Gib ihm meine Zeit. Ich wollte das nur zeigen. Wie gesagt, er soll uns eine schriftliche Quelle geben, wo wir das nachlesen können, dass Ibn Hajar al-Asqalani, der Sahih Muslim irgendwie doch erklärt hat, dann doch nicht erklärt hat, weil ich dachte, Ibn Hajar al-Asqalani hat Bukhari erklärt. Und Nawawi hat Sahih Muslim erklärt. Den Schar dazu geschrieben. Ach, oje, oje. Na, Abdulhamid, ich lade dich ein, bei mir mein Stream ein 1 gegen 1. Wir zwei. Ich hoffe, du nimmst das an. Und dann können wir mal richtig debattieren. Ich freue mich schon sehr. Wie gesagt, Leute, ich habe die ganze Zeit die Namen durchgeguckt, die er zitiert hat. Und den Namen, den er genannt hat, der kommt gar nicht in der Kette vor. So. Bruder, nimm mir meine Zeit, ich habe nichts mehr zu sagen. Leute, folgt mein Hauptaccount, Urban der Zweite. Ich wurde gesperrt, das ist mein Ersatzaccount. Wer mir folgt, folgt auf Urban der Zweite. Es gibt regelmäßig Debatten. Urban der Zweite, einfach gucken, das Ziegenbild. Das ist mein Hadith, das ist die Ziege aus Sunan Ibn Majah 1944, der die Koranverse gegessen hat. Wie gesagt, wir wollen eine schriftliche Quelle, schriftlich, wo wir lesen können, dass diese Gelehrten den Hadith abgelehnt haben. Schriftlich. Erzählen können wir alle viel. Okay, Leute. Ja, solange wir jetzt so viele Leute sind und ich jetzt noch Zeit habe und der Flexer mir die Zeit nicht nehmen kann, ich lese aus der Bibel. Damit wir auch was Schönes hören, heute noch. Guck mal, ich gebe eine Minute Bibel. Das Wort wurde Fleisch. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden. Was entstanden ist, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht der Menschen, Yeshua el-Messi, der perfekte Jesus Christus, der keine einzige Sünde begangen hat, kein kleines Kind geheiratet hat, keine 13 Frauen hatte, keine Kriege geführt hat, keine Karawanen überfallen hat. Das perfekte Licht, das Licht der Welt, Al-Nur, er war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes, damit alle durch ihn, dieser kam zum Zeugnis und von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glauben. Johannes schrieb das Evangelium, um alle, die die Gottheit von Jesus Christus abzulehnen, mundtot zu machen. Ihr seht, was der Islam ist, der Islam. Kein Gelehrter weiß noch, was der Islam ist. Der eine sagt so, der andere also. Du nimmst ihn. Hallo, Gottes Segen allen zusammen. Ich habe auch noch mal einen kurzen Beitrag dazu. Und zwar gibt es ja diese Seite islamka.info. Und da kann man auch nachlesen, was das für eine Seite ist. Es ist eine wissenschaftliche Enzyklopädie über den Islam, eine wissenschaftliche pädagogische Dawa-Webseite, die verbreitet die Glaubenslehre der Ahlu as-Sunna wa al-Jama'a, also sunnitische Lehre. Und wenn man das nachschaut, da kann auch jeder einfach mal, also hört ihr mich? Ja, ne? Ich hoffe es. Da kann auch jeder einfach mal nachschauen und ich lese euch da mal vor, was da unter anderem steht. Also erstmal, es steht da allgemein, also Imam al-Nawawi
hat gesagt, die Umma ist sich einig, dass diese beiden Bücher Sahih sind und es obligatorisch ist, ihren Ahadith zu folgen. Dann hat Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah gesagt, es gibt kein Buch unter dem Himmelszelt, das gesünder ist als Al-Bukhari und Muslim nach dem Koran. Und dann ist es so, dass insgesamt geraten wird, dass man sich nicht über diese Hadithe streiten soll,